Servus Leute, willkommen zurück zu Mikrofon richten. Nee, scheiß Mikro. Mega Man 3 Cry Out. Ich sag's ja gleich, ich bin ziemlich sauer, also kann ich nicht versprechen, dass ich nicht irgendwann hier rumbrülle. Und die Gründe, weswegen ich sauer bin, ich nehme Shadow Man, liegt daran, dass mein Internet zurzeit voll der Rotz ist und ich glaube, ich nehme gerade da links den schwarzen Balken auf. Ich könnte so kotzen. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt garstig bin oder wie auch immer. War klar. Und warum nehme ich das jetzt überhaupt auf, wenn ich so geladen bin? Das hat folgenden Grund. Ich wollte jetzt eigentlich bei Gitrist Zahnen Gast sein in seinem Rosenkreuz Stillette Weiß-Silber Sterblich Mode, wie auch immer. Und Problem an der ganzen Sache ist, er hat noch eine andere Konfi, also er hat noch etwas zu erledigen und er hat gesagt, ich sollte mal ein Party aufnehmen. Und weil ich natürlich, ich hatte zwar was Besseres zu tun, aber weil er mich natürlich so unterstützt, mache ich das ja auch. Ansonsten würde ich sagen, nee Simon, gehst mir am Arsch vorbei. Aber so bin ich nicht. Warum sollte ich auch? Und ganz im Ernst, wenn er mich nicht so unterstützen würde mit einigen Kommentaren wie ja, ich schaff das ohne Safe States und so und Punkt, 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 dann hätte ich schon lange welche verwendet, oder? Nee, lange nicht, aber dann hätte ich spätestens jetzt schon welche verwendet, weil ich einfach zu sauer bin und meine... Oh nein. Oh, doch noch. Ich bin einfach viel zu sauer, um jetzt noch irgendwie auf meine Prioritäten zu hören. Auf meine Prinzipien, meine ich. Und ich kann nicht versprechen, dass ich hier rumbolle. Und folgendes noch, mein Skype ist gerade offen, also normalerweise bin ich nie in Skype, wenn ich was aufnehme. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht das Geräusch in der Aufnahme haben will. Ach, so. Und wenn ihr das Geräusch hört in der Aufnahme, also dass der GTS Simon online ist, dann werde ich diesen Part hier auch beenden und es wird höchstwahrscheinlich keine 1-Stunde Folge werden, denn dafür bin ich viel zu mies drauf gerade. Ja. Oh nein, ich sterbe wieder. Was einfach daran liegt, dass ich Internetprobleme und so. Mit denen schaffe ich es nicht, das habe ich schon mal versucht. Nee. Ruhig bleiben, Wolf. Alles ist in Ordnung. Alles klappt. Eigentlich überhaupt nicht, aber trotzdem. Oh nein, ich sterbe wieder. Ob Simon wütend auf mich wäre, wenn ich hier trotzdem Safe States verwende? Ich weiß ja nicht. Er hat zwar gesagt, ich schaffe das ohne, aber er weiß selber, was für ein Arschloch er war, als er diesen Hack da gemacht hat. Und sorry Simon, aber irgendwann muss es bei mir auch raus. Ich bin zwar wohl erzogen und weiß, was ich wann zu sagen habe, aber irgendwann muss es dann doch raus. Und ich glaube, ich nehme zuerst Germany Man, ganz im Ernst. Obwohl, da sind wir auch bei so einer beschissenen Stelle. Das war unabsichtlich. Ich hasse diese Pixelsprünge. Supi. Merkt ihr, wie meine... Okay, jetzt kann ich wenigstens testen. Merkt ihr, wie gut meine Laune ist? Ja, ich könnte den Mikrofon hitten. Nee. Eigentlich wollte ich sagen, ich könnte den Mikrofon hier den Hals umdrehen, aber es ergibt keinen Sinn. Aber ich könnte einer gewissen anderen Person hier das Mikro in einer gewissen anderen Stelle stecken. So wütend bin ich zurzeit. Und ja, mit dieser Person ist Gitrist Simon gemeint und mit der Stelle ist in den Hals schieben gemeint. Nicht so, ihr wahrscheinlich denkt, dass ich es in den Arsch schieben würde, denn
Dafür ist dieses Mikro mir viel zu viel wert. Ich würde ihm das Mikro am liebsten in den Hals rammen. Dafür, dass er nicht gerade diesen Hack gemacht hat, aber die Level hier so beschissen. Oh, ich sterbe. Ja, egal. Nein, das war dämlich. Hier. Oh nein, das war so dumm. Eigentlich habe ich dieses Projekt zu Beginn falsch angefangen. Also der allererste Part. Ich hätte es mit Facecam aufnehmen müssen, ganz im Ernst. Aber das ist jetzt auch schon zu spät. Dann werdet ihr sehen, wie ich mich hier abquäle, nur weil... Oh, das war unnötig. Das war auch unnötig, nur weil es der Simon hier sehen will. Oh nein. Egal. Nehme ich eben den Schaden, ist mir Wumpe. Oh, ich war jetzt kurz vom Aggro-Schrei, ganz im Ernst. Es ist 23.16 Uhr. Das muss ich mir immer in die Gedanken. Ihr wisst, was ich meine. Das muss ich mir immer in die Gedanken rufen. Oh Mann, ich habe schon durch dieses Hex so ein nervöses Zucken unterm linken Auge bekommen. Weil ich weiß nicht, warum was mit meinem Auge los ist, aber seitdem ich diesen Hack spiele... Oh nein. Ja. In den Kopf. Weil seitdem ich diesen Hack spiele, habe ich da so ein nervöses Zucken unterm Auge. Verfick dich. Verfick dich? Verschwinde, meine ich. Wenn das Simon jetzt hier wäre, ich weiß nicht, was ich mit ihm machen würde. Vielleicht würde ich ihm den Hals umdrehen, vielleicht würde ich ihm sagen, ey, du hast den Hack ein bisschen zu schwer gemacht. Keine Ahnung, warum ich mich nicht bewegt habe, ist ja auch egal. Aber ich glaube, es wäre eher die erstere Variante. Ja, das ist mir jetzt egal. Nein. Bloß nicht. Ich war jetzt kurz davor, das Mikro zu nehmen und gegen die Wand zu schleudern, ganz im Ernst. Ich muss aufpassen, ich bin heute sehr geladen. Ganz im Ernst, hätte ich... warum sage ich es auf ganz im Ernst? Aber das ist nun mal ganz im Ernst, weil... wäre es jetzt Tag und ich würde jetzt noch aufnehmen, dann... wäre ich wesentlich lauter und ich hätte bestimmt irgendetwas jetzt gegen die Wand geschmissen. Vor allem durch diesen scheiß Internetprobleme ist mir heute eine einigermaßen gute Chance entgangen, meinen Kanal zu vermarkten. Weil heute habe ich mir ein... leckt mich! Heute habe ich mir einen Livestream, wollte ich sagen, von Jesse666 angesehen und ich wollte eigentlich gegen ihn im Pokémon X kämpfen, aber nein, dank meiner Internetprobleme ging das natürlich nicht. Fick dich, Internet. Dafür, dass du mir so eine gute Chance, meinen Kanal zu vermarkten, weggenommen hast. Und ja, eigentlich ist die Abonnentenzahl für mich eher weniger von... Das war's. Moment, vielleicht kann ich ihn stoppen. Toll. Er trifft mich. War klar. Eigentlich ist mir meine Abonnentenzahl egal, aber... ein paar Abos will ich dann doch haben.
Denn mit nur 73 die ganze Zeit so rumzudödeln ist irgendwie nicht das wahre Gelbe vom Ei. Und vor allem, ich merke, wie unkonzentriert ich bin. Ich habe kaum noch Rush, ich nutze ihn öfter und spiele trotzdem schlechter. War klar. Und ich hasse diese Musik hier. Wisst ihr was? Fick dich, Level. Ich kann Rush später aufladen und das ist mir dann scheißegal. Heute habe ich einen schlechten Tag. Ich bin immer überlegen, ob ich das Video nicht einfach abbreche. Vor allem habe ich schon wieder so ein ekelhaftes Kopfpritzeln. Das, was davon kommt, dass wenn ich mich aufrege, das habe ich dann. Hatte ich auch bei Super Meat Boy manchmal. So, danke. War klar, ich sterbe. Verfickter Hurenbock. Ich bin so wütend, ich würde am liebsten herumschreien, kann ich aber nicht. Wegen der Uhrzeit. Und mein Mikro und habt ihr nicht gesehen und ach, leckt mich doch alle. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt meine Stimme hört, aber es ist mir auch egal. Dann werde ich meine Stimme eben so laut stellen, dass ihr mich hört. Dann werde ich den Sound leiser machen und sorry Simon, dann wirst du eben nicht so viel vom Sound hören, aber weißt du was, mittlerweile ist es mir auch schon scheißegal. So, wenigstens ein bisschen Energie. Ich verbrauche sie zwar, aber ja klar, doch lass ein Leben fallen. Augenspasti. Ich bin tot. Sorry für den Lärm. Und ja, ich habe den Lärm nicht gehört. Ihr habt ihn aber gehört, weil ich aufs Mikro geschlagen habe. Sorry übrigens, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich woanders hinschlagen, aber ich, mal ganz im Ernst, Leute, ich bin gerade richtig fertig. Sowas von, ich habe mich heute so sehr aufgeregt. Man merkt vielleicht, dass ich mich aufgeregt habe, weil ich kaum was spreche. Denn normalerweise laber ich immer ein bisschen mehr. Aber trotzdem, So. Ja, ich spreche wenig, ist mir jetzt scheißegal gerade. Und so ganz im Ernst, ich würde hier jetzt so rumschreien. Geht aber nicht, weil es Nacht ist. Also ja, deswegen auch, aber weil nebenan wieder Bruder und Freundin da sind und ach. Und dann regen sie sich auf und habt ihr nicht gesehen. Ich will da doch nur einmal hoch, nicht in den Stachel. Nur leben übrigens. Sorry. Mega Man, du alter Fotzenlecker. So langsam.
Oh, du Fotzenknecht. Alter. Ja, super, kleine Energie bringt mir jetzt auch nicht viel. Und ja, ich bin einer, der lieber auf den Tisch schlägt, als wie rumbrüllt. Aber rumbrüllen tue ich auch manchmal. Und ich sehe gerade, oder besser gesagt, ich merke gerade, ich bin absolut neben der Spur und so wird das nie was. Deswegen mache ich hier noch diesen letzten Durchgang. Wie ich da auch immer, warum ich da auch nicht hin. Ich komme da nicht hoch, so. Null Leben übrigens wieder. Ich habe zu spät gewechselt. Ich bin so eine Fehlgeburt. Oh Simon, wenn du diesen Part siehst. Nee, ich glaube, den darfst du niemals sehen, weil. Alter. Ich wollte schon meine Fernbedienung jetzt in die Ecke schmeißen. Ja, meine neue Fernbedienung hier, denn hört ihr? Das ist eine Fernbedienung, die auf einen Bürotisch klopft. Sie ist neu von A1 und damit kann ich Sky empfangen. Das muss allerdings erst noch eingestellt werden. Die wollte ich jetzt einfach mal hier so gegen die Ecke schleudern, gegen die Wand. Weil ich bin jetzt zurzeit so demotiviert und so schlecht gelaunt. Nee, es hat absolut keinen Sinn. Ich merke jetzt schon nach knapp 17 Minuten, wie meine Hände vor lauter Zorn anfangen zu prickeln und wie ich kein Gefühl mehr habe und wie sie eiskalt werden. Das ist mir in Super Meat Boy auch passiert. Deswegen höre ich jetzt lieber auf, bevor ich hier noch rumbrülle und um 11:30 Uhr nachts rumzubrüllen ist, glaube ich, nicht das Allerbeste, was man machen kann. Deswegen werde ich den Part hier jetzt beenden. Tut mir leid, dass er jetzt verhältnismäßig nur so kurz war, aber lieber das, anstatt dass ich hier irgendetwas kaputt mache, was mir lieb und teuer ist. Das war ein kurzer Let's Fail Part von Mega Man 3 Cry Out. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ja, es geht gleich weiter. Ich werde diesen Part und den davor einfach zusammenschneiden. Jetzt habe ich mir GeeTWurst Simon persönlich hierher geholt, um mit zur Sau zu machen. Ja, der bin ich. Ja, von dieser Witzfigur, die ihr da hört, von denen stammt dieser Heck da. Der Ganz da genau, von oben, dir. ja. Ja, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt, weil wir kamen soeben von der Aufnahmesession von RKS Weiß-Silber Sterblich-Modus. Da habe ich mich ja ein bisschen amüsieren können und das war, um ehrlich zu sein, richtig gut. Jetzt fühle ich mich etwas besser. Du sadistischer Ja, Penner. so bin ich nun mal. Ja, ich weiß. Aber dann wirst du wahrscheinlich den Teil noch davor sehen, also die 18 Minuten oder wie lange das war. Ja, genau. Und dann wirst du schon merken, wie bösartig ich teilweise drauf war. Vor allem, weil mir da auch lauter Dummheitsfehler passiert sind. So, die Stelle habe ich mittlerweile so oft gemacht. So, siehst du wenigstens mal, wie ich sowas spiele, so in etwa. Okay. Also, ich will nicht 100%. Du willst nicht 100%. 100%ig Rush einsetzen, weil das einfach lame wäre. Ja. Fängt schon wieder an. Aber nun gut, jetzt bleibe ich noch einigermaßen gelassen. Einigermaßen. Liegt auch daran, dass wir 2:30 Uhr morgens haben. Wow, ich wollte sliden und da springt der Trottel. Übrigens, ich kann dich versichern, dass ich nicht irgendwelche verbalen Worte gegenüber gewissen Personen oder gewissen Spielfiguren hier äußern werde, aber. Naja, verbale Worte gegen mich bin ich ja gewohnt. Bösartige Worte. So, diese Stelle. Ja, Erklär mir, wie das geht. ganz easy. Diese Stelle von dem vorletzten auf dem letzten Rad ist nicht möglich mit dem Laufen. Das heißt, du musst darüber sliden und im richtigen Moment den Slide durch einen geraden Sprung zur Leiter nach oben abbrechen und die Leiter greifen. Gut, ich habe wie viel Leben? Zwei. Ich werde dir jetzt demonstrieren, wie ich das immer gemacht habe. Du siehst es zwar in den Videos, aber es ist egal. Ich habe es immer so gemacht. Und da hoch wollte ich, aber siehst du erst, dass nichts wurde. Also Ja, sie. das ist Jetzt versuche ich es mal auf deine Methode.
Ja, ob es dir sofort gelingt, das kann ich dir nicht garantieren. Ja, wird sowieso nicht. Ich wette es. Ich rechne hundertprozentig damit, dass es nicht gelingen wird. Dafür ist dieser Hack einfach viel zu asozial. Ja, das ist er. Ah. Ich Dummtrottel. Warum rede ich von mir? Mega Man ist ja Dummtrottel. Normalerweise beleidige ich immer mich und nie die Spielfigur, aber in einem Hack ist es umgekehrt. Da ist Mega Man der Idiot und nicht ich. So. Nein! Du hast den Slide nicht abgebrochen. Du Ach musst den nein, Herr Professor. durch den geraden Sprung nach oben abbrechen. Nur so kann das funktionieren. Jetzt gehe ich hier lang, ist wurscht. Wenn ich wenigstens an dieser Stelle vorbeikommen würde, das wäre so göttlich, aber nee, ich scheitere immer daran. Ich weiß nicht mal, wie es da hinten weitergeht. Ja, das wirst du dann sehen. Ich werde mindestens genauso asozial. Och, geht. Ach, geht, sagt er. Wenn ich da weiterkomme und dann eine schlimmere Stelle gibt, da, dann kannst du dich warm anziehen. Okay, wo ist meine Jacke? So. Vor allem muss ich jetzt auch abpassen, vor allem, dass ich da dieses Video und das davor gut zusammenfüge. Nein! Wie bricht man den Slide ab? Ah, Moment! Durch den Sprung. Einfach gerade da reinspringen. Moment, verschwinde mal. Nee, geht nicht. Natürlich geht das. Ich hab's eben versucht. Mach einen ganz kurzen Slide, nur ganz Na. kurzen Slide und dann Sprung. Nein. Siehst du? So geht das. Also so soll das funktionieren. Ja. Naja, ich habe sowieso null Leben, also kann ich da ruhig probieren. Hey, er ist trotzdem tot. Kurzer Slide. Wie ich schon sagte, dieser Hack ist nicht unmöglich und ist No-Hit schaffbar. Naja, erzähl das mal irgendwelchen anderen Leuten. Ne, er ist No-Hit schaffbar, es ist ja nicht gelogen. Ich meine, ich mache hier quasi die Hard-Version, nicht so wie Osoma und Final Level Gamer und keine Ahnung, wer das noch alles gemacht hat. Die haben ja alle Save-States verwendet und ich. Nein! Yes! Yes! Sag doch, das geht! Du kannst mir was glauben! Oh, fühlt sich das gut Und an! wer hat wieder recht gehabt? Ja, der Papa Simon. Was kommt jetzt? Ich dachte. Ah. Moment mal. Hoppla. Ja. Oh, so gut. Das ist so ein Glücksgefühl jetzt, das glaubt ihr gar nicht, Leute. Ich wette, da oben geht's nicht lang, da gehe ich jede Wette ein. Ich hatte so recht, ich hätte dir so in den Arsch gefickt, wenn ich da gestorben. Ja. Halt ja die Schnauze, ich sagte. Was denn? Ey, ich werde dich beim nächsten Mal, Herr Kais, so auslachen. Ich würde mich so gegen dich stellen. Hast du doch heute schon. Was denn, dass du eine Stelle hast halt Raststätte gebraucht? Du hättest ihn dir besser einteilen müssen. Ich bin die Güte selber, ich bin dumme Hex. Ja, wenn du hier meine Raststätte schon verschwendest. Wo denn? Dieser eine Strich. Der hätte mich auch nicht vor dem Tod bewahrt. Ah, nee, Moment mal. Ich habe einen anderen Plan gerade im Kopf, aber dafür muss ich erst das hier schaffen. Wenn ich es schaffe. Nee. Denn Ach ja, der alte Onkel Wolf. ich habe jetzt einen Plan, wie ich eventuell zu. Die Bosse hast du ja nicht verändert, wahrscheinlich, wie ich eventuell zu Magnet Man sage ich, wie ich zu, na, wie ist der Trottel? Metal Man komme. Da weiß ich schon, was ich da machen kann. Wow. Die Robots habe ich nicht verändert. Wäre ja noch schöner gewesen. Nein, ich hau nicht auf den Tisch. Aber Magnet Man war lustig, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich fand's lustig. Ja, habe ich gesehen im Kommentar. So.
Aber immerhin ein Fortschritt nach den ersten 7 Minuten oder so. Ja, immerhin. 7 Minuten sage ich, ich werde das ja zusammenschneiden nach den ersten 25 Minuten. Oder ja. 26, keine Ahnung. Ach, leckt mich alle. Du als Erster. Ja, ich leck dich. Nein. Los nicht. Sau. Drecksau. So, nochmal das Ganze. Megaman, du bist nicht gesprungen beim zweiten Mal. Du scheinst die Stacheln ja wirklich zu lieben. Was soll's, ich werde dir auf jeden Fall die anderen Stages auch zeigen, wie ich da vorgehe. Weil wäre ja lame, wenn ich es nicht machen würde. Ja, vielleicht habe ich da einen kleinen Tipp für dich, wer weiß. Da wirst du keinen Tipp haben. So. Lalalalalala. Ja, du musst in die eine Lücke perfekt rein. Ja. So schon mal nicht. Ach nein. Das Problem ist, hier muss ich es beim ersten Mal schaffen, sonst reicht die Rush-Energie nicht mehr aus. Wer baut denn solche asozialen Sachen? Nein, ich sterbe. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich weiß nicht, wer solche asozialen Sachen baut. Ich auch nicht, also. Wer könnte bloß Arschloch genug sein, so etwas zu bauen? Ja, aber echt. Fängt er vielleicht mit deinem G an und hört mit deinem N auf? Nein, natürlich nicht. Warum bin ich jetzt gestorben? Nee, bloß nichts. Ich habe jetzt auf meinen Becher geguckt und wollte ihn gegen die Ecke schleudern, aber nee. Ich sterbe. Ja, der Onkel Wulf. Wow, ich sterbe nicht, ich lebe! Zumindest 2 Sekunden länger. Ah, es macht Spaß. Also ohne Safe States wieder hätten Vergnügen für die ganze Familie. Ja, für eine asoziale Sadistenfamilie. Also, ja, für deine. Für Freudia und Spiritia und Grolla und keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil Iris so scheiße ist immer. Ich weiß nicht, wie oft du gepoppt hast, um so viele Kinder entstehen zu lassen. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht verhütet haben noch dazu. Lass der dunklen Seite freien Lauf. Kann ich nicht, zu spät. Ist viel zu spät dafür. Mann. Der hat diesen schönen Heck gebaut. Pixelsprünge, die ich überhaupt nicht beherrsche. Siehst du die einzelnen Bilder überhaupt so schnell, wie ich da drücke? Ja, ich sehe schon einiges, also keine Angst. Also, jetzt kannst du es mir nochmal live sagen. Wie war das mit, ich habe keinen Skill? War dumm. Hab ich nie gesagt. Du hast gesagt, nicht so viel Skill. Oh, ich sterbe. Ich habe gesagt, du hast vielleicht nicht so viel Leck. Skill wie ich oder Osoma, aber du hast trotzdem schon einiges an Skill, also das hab ich doch gesagt. Na, dann spiel du das mal durch ohne Saves. Viel Spaß. Leck! Ich habe vergessen, dass ich Rush habe. Naja, die Sache ist die, dass das hier jetzt so ziemlich das Einzige ist, was du bisher an richtig schweren Sachen spielst, ne? Ja, gut, warum sollte ich auch schwere Dinge spielen? Ja, sag ich ja, dann kannst du aber nicht sagen, dass du so und so gut bist, ne? Eigentlich. Obwohl, ich will jetzt auch nicht so gemein sein, oder in dem Fall, aber... Ach, du bist jeden Tag gemein zu mir, also... Wenn du dir immer solche Tipps... Nein, ich hab's vergessen! Das ist natürlich blöd, das ist... Gibt Schöneres, ne? Den Fehler habe ich schon mal in diesem Video gemacht. Vor allem für andere Leute sind die RKS-Teile schwer und Megamari. Obwohl Megamari ist echt ein bisschen schwer. RKS ist total easy. Ja, gut, nicht für jeden, nur für uns vielleicht. Für uns geskilltes Volk. Aber so Megamari ist durchaus schwer, teilweise. Ja, es ist schon ein bisschen schwieriger. Aber es geht. Nein, warum mache ich jedes Mal so. Moment. Nein, das war auch dumm. So, jetzt reicht's mir. Warum bin ich nicht schon viel früher auf die Idee gekommen? Weil die gleich leer sind. Ist mir egal. Nee. Magnet Missile brauche ich hier sowieso nicht, glaube ich. Das ist das Äußerste, was ich kann. Ja, hau ab.
So. Genau auf diese Tour, genau so. Jetzt ist es vorbei. Toll. Der Easy Mode ist vorbei. Jetzt kommt wieder der Hard Mode. Sag ich doch, es ist gar nicht so schwer. Ja, mit. Oh. Du wirst dir schon denken, was jetzt kommt. Ja. Warst du hier schon mal? Fuck. Ja, hier war ich schon mehrmals. Die Stelle ist schön, ne? Nur Leben. Einfach so, weil ich es kann. Aber was würde ich denn jetzt nicht darum geben, meine guten alten Serien zu gucken? Die würden mich jetzt richtig beflügeln. Oder meine ich dachte schon, du wolltest sagen, richtig befriedigen. Was? So ein perverses Schwein bin ich nicht. Lala. Und wahrscheinlich hört man die ganze Zeit mein Gamepad, das habe ich bei einigen Videos von mir auch gehört. Toll! Und Spitzenschütze bist du, Mega Man. Du solltest unter Onkel. Die Scharfschützen gehen. Guck mal, Onkel! Feuer! Ach nein. Ja. So. Jetzt fang schon deine alten Witze aus. Nein! Ich will da nur rüber, mehr will ich nicht. Es gibt keinen Grund zu weinen. Ich weine noch lange nicht. Nicht wegen einem Spiel und das recht nicht wegen einem Hack. Da muss schon viel Schlimmeres passieren. So. Zeig mir den Skill des Onkel Wolfs. Ach, der hat Urlaub. Das habe ich gemerkt. Ja, irgendwann muss mein Skill auf meinen Urlaub haben. Ich meine, der steht unter Dauerstress, der wird so oft beansprucht. Und irgendwann muss er auch mal Urlaub haben. Ah ja. Er wird oft beansprucht, okay. Zwar nicht in diesem Spiel, aber oft genug. Obwohl, Spiel. Nee, das ist immer so ein Scheißteil, so spiel du das Spiel mal ohne Selbstzauber. Das ist dumm, weil du ja diesen Hack gemacht hast. Also kann ich dieses Kommentar nicht mehr verwenden. So. Übrigens, ein kleiner Tipp für diese Stelle jetzt, ne? Ein guter Tipp an dieser Stelle wäre zum Beispiel, ich nehme da jetzt keine Garantie für, aber wenn du nicht ganz rechts springst, sondern nur fast rechts und sobald du in den Screen kommst, in die Lücke reinziehst, verstehst du? Ja, das habe ich ja jetzt ein paar Mal probiert, aber irgendwie wurde daraus nichts, weil ich dann trotzdem nicht auf die andere Seite kam. Ja, aber es gibt da einen perfekten Pixel, wo das funktioniert. Den musst du nur treffen. Ja, natürlich nur ein einziger Pixel. Ein Pixel ist besser als kein Pixel. Ja, sonst wäre dieser Hack ja auch unschaffbar. Und dann würde ich ihn nicht ohne Safe States machen. Dann, wenn der Hack unschaffbar wäre, könntest du ihn auch nicht mit Safe States machen. Aber ich könnte ihn hacken und ihn schaffbarer machen. Ja, okay, aber dieser Hack hier ist schaffbar. Ach nein, wirklich, Herr Professor, das habe ich auch schon gemerkt. Immerhin bin ich durch die normalen Stages alle ohne Safe durchgekommen. Und Needleman habe ich auch geschafft. Ja, und du hast auch Leiter bei der Sparkman Stage erreicht, siehst du? Ja, wenn ich das hier schaffe ohne Safe Stage, verlange ich von dir einen Applaus und dass du Mega Man Zero 1 Let's Playst. Darauf kann ich mich einlassen. Nein, zu weit! Dumm. War schon fast gut. Hätte nur noch ein kleines Stück nach rechts gemusst, dann wär's gut gewesen. Weiß ich, habe ich im Flug schon gesehen. Oh, null Leben. Na ja, egal, verbrauche ich Rush. Ist ja wurscht. Lalala, ich glaube, so oft wie hier in diesem Hack habe ich Rush Z noch nie verwendet. Oh! Vielleicht der Anfang einer wunderbaren Freundschaft? Wer weiß. Na, ja, ab durch die Hölle. Nur für das. Ah, schon geht's mir besser. Sehr schön. Siehst du, so leicht kann man den Onkel Wolf glücklich machen. Ja, es ist gut, wenn du dadurch glücklich wirst. Schwein! Was für Schwein? Du mit dem Schwein! Was hast du jetzt schon wieder? Ich hab den Rülpser genau gehört. Ich bin nicht taub. Oh, der war ganz leise. Ja, deswegen sage ich ja auch nur Schwein und nicht Drecksau, Verschissene oder irgendetwas. Na, warte. So. Ich wette, du lachst gleich, wenn ich jetzt faile. Nein, zu weit! Shit!
Obwohl, die Stelle habe ich schon geschafft. In einem früheren Video. Bitte sehr. Unrealistisch. Das war für das Schwein gerade. Das war unrealistisch, das war nicht echt. Und mach danke. Jetzt, danke. Mach jetzt keinen. Der war nämlich wirklich echt. Dann hast du aber ziemlich unrealistische Rülpser drauf. Nö, ich habe jetzt einfach so schnell das Bier getrunken. Leben? Ja! Ich habe jetzt so schnell aus meiner Bierflasche getrunken, dass sich die Luft irgendwie anstaut und dann habe ich kurz die Luft angehalten und dann alles rausgelassen. Ist das vielleicht ein geiler Anfang mit Leben? Nein! So, ich müsste nur einmal kurz zum Metal Man kommen. Willst du zum Metal? Was? Du willst zum Metal Man? Ja, ich will ihn töten. Dass ich wenigstens etwas Fortschritt habe. Du hast deine Bosse schon gesehen. Ich hab abgebrochen, aber irgendwie akzeptiert er manchmal die Dingens nicht. Ich will wenigstens Metal Man tot sehen. Denn ich will gucken, was da noch so asoziales auf mich wartet. Denn irgendwas sagt mir, diese Stage ist die schwerste. Ja, sie ist schon manchmal relativ asozial. Nicht mal, das heißt, sie ist einfach. Nein, sie ist, ich hab gesagt, sorry, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Sie ist relativ asozial. So undeutlich, genau. Diese Stage ist schon relativ asozial, ja. Spinnentier. Ich hasse also die drei Stages, die noch bevorstehen, sind die schlimmsten Stages im Spiel. Die drei Stages, die mir noch bevorstehen. Ja, die du gerade machst, also die Doc-Robot-Stage, außer Needleman, die anderen drei Doc-Robot-Stage sind die schwersten. Warum hast du diese Stages nicht auch so sozial wie die von Needleman gemacht? Ja, weil das sonst zu einfach wäre. Aber die von Needleman, die eigentlich die schwerste ist, hast du am einfachsten gemacht. Nein! Da! Hast du gesehen, was das war? Ein Leben, das in den Abgrund fällt. Das Spiel trollt mich. Ja, und ich sitze hier mit Trollface gerade. Null Leben. Da nützen auch meine ganzen E-Tanks nichts. Und vor allem, du darfst nicht so viel Rush-Shit verbrauchen. Habe ich auch schon bemerkt. Aber ich habe da schon einen Sicherheitsplan. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich das anstelle. Auch wenn ich dafür Lebensenergie opfern muss, aber ich habe schon einen Plan, wie ich Rush wieder auf die Beine bringe. Sowas muss sowieso beim ersten Mal geschafft werden, sonst hat man zu viel Rush verbraucht. Aber ich weiß schon, wie ich das schaffe. Wenn ich die Stelle jemals schaffen sollte. Nein, nicht zu hoch! Fast! So, ich bin gestanden. Ich bin auf dem Teil gestanden. Passt gut. Ja, aber auch nur fast. Fast ist nicht das, was ein Onkel Wolf hören will. Der Onkel Wolf braucht Perfektion. Wie man ja oft genug in meinen Videos sieht. Überhaupt nicht defekte Technik oder so. Nein, nein. Und jetzt hat man, glaube ich, den Controller erst recht gehört. Das Problem an... Ja, man hört ihn ein bisschen, aber das stört mich nicht. Das Problem ist, weil ich mein Mikro der Stimmlage wegen jetzt woanders hingestellt habe, dass man mich besser versteht. Aber leider ist das jetzt genau da, wo auch der Controller ist. Und deswegen hört man ihn. Ändern werde ich daran nichts. Mal, warum auch? Keine Ahnung, aber ich werde gerade kein bisschen wütend. Das ist schade. Ja, du würdest mich gern abfacken sehen und so. Ja, ganz genau. Als ob du dich in diesem Hack nicht schon genug gefreut hättest. Aber ich find's gerade relativ lustig, wie du verkackst. Lustig, haha, so hört man dein Lachen. Na, ja, ich find's sehr unterhaltsam. Nun gut. Du vielleicht nicht, aber ich. Da werden du und Soma wahrscheinlich die einzigen sein. Ja, genau, du natürlich nicht, aber was du findest, ist ja egal. Ich finde es nein! Fast! Ich finde es eigentlich auch noch nicht so schlimm. Keine Ahnung warum, ich bin ein Sadist, ich weiß.
Aber du hast jetzt gerade fast den Sprung zur Leiter geschafft. Du hast ihn nur zu früh gemacht. Ich weiß, ich hatte schon zu 90% den Sprung zur Leiter fast geschafft. Ja, ärgerlich, ne? Ja, immer nur fast, aber das fast ist dann fast zu wenig. Einmal hast du ihn ganz geschafft. Ja, einmal. Nein. Ah! Du hast doch gesagt, einmal willst du diesen Sprung schaffen. Du hast ihn einmal geschafft, nur es hat dich nichts weitergebracht, weil du trotzdem zu Metalman gekommen bist. Ich will dieses Spiel aber trotzdem schaffen, irgendwann mal. Nach 80 Ein-Stunden-Parts. Denn du siehst, es wird irgendwie nichts. Ja, ich finde es lustig. Schade, dass ich den Titel dieser Stelle Hartwig Stahl schon vergeben habe. Sonst würde das jetzt perfekt wie die Faust aufs Auge passen. Weil es noch härter ist? Ja. Es zieht sich wie Kaugummi. Ja, die Stelle ist auch ziemlich hart, das stimmt. Ich wette, wenn ich selbst jetzt nutzen würde, wäre ich schon lange durch dieses Spiel durch. Aber das wäre ja keine Herausforderung. Dann ja, wahrscheinlich ja. Oder zumindest keine so große. Und der Onkel Wolf liebt Herausforderungen. Und er tritt sich immer mal selber gerne in den Arsch, wie man wahrscheinlich anhand von manchen meiner Projekte gesehen hat. Und ich schaffe diese Stelle einfach nicht mehr. Du hast sie einmal geschafft. Ach, sei doch ruhig. Ich will sie öfter schaffen. Also du hast schon mal gesehen, dass diese Stelle nicht unmöglich ist, da du sie einmal geschafft hast. Dumm, dass es in dieser Aufnahme passiert ist, weil dann würde ich gucken, an welchem Pixel ich gesprungen bin und würde dann gucken, diesen Pixel immer wieder zu treffen. Nein, aber solange die Aufnahme noch nicht geändert ist, kann ich dann sowieso nichts machen. Achso, naja. Oder naja, ich könnte mir die Rohdatei ansehen. Das kann ich auch, aber davon Stelle zu springen ist etwas dumm. Toll. Mega Man. Du hattest die Leiter fast, aber du bist dann irgendwie nach rechts gezogen. Ich hab nichts gemacht, gib Mega Man die Schuld. Mega Man, du bist ein böser Sohn, benimm dich. Das ist ein Fotzenknecht, sonst nichts. Mega Man, was soll denn deine Schwester dazu sagen? Meine Fresse. Spiritia, Freudia, Pamela, Grolla, deine ganzen Schwestern, was sollen die dazu sagen? Die werden ihn auslachen. Die werden sich denken, Papa, wie bist du bloß dazu gekommen, so einen Erbfehler zu gebären? Nicht gebären. Was das? Nein, jetzt übertreibst du dich. Also, das ist ja schon eine krasse Beleidigung, auch an mich selbst, weil das würde ja heißen, er ist eine Missgeburt. Ja! Dieses Spiel macht Spaß, ich muss schon sagen. Ich weiß. Nee, fast überhaupt nicht. Das war doch überhaupt nicht ironisch gemeint, nein. Ich meine, dir macht es bestimmt Spaß, aber ich habe da langsam nicht mehr so ganz die Lust darauf. Naja, es macht mehr Spaß dabei zuzusehen, anstatt es selber zu spielen. Ja, und es ist jetzt das garantiert. Und ich bin so ein Arschloch, dass ich gesagt habe, ich werde es, obwohl ich habe vielleicht verwendet. Ich habe eine Alternative für dich. Und die wäre? Mach doch kein Save State in der Stage, aber Save State ganz am Anfang der Stage, sodass du zum Beispiel, wenn du siehst, du hast schon zu viel Rush verbraucht, dass du einfach dann den State loadest, anstatt dich dann Game Over machen zu müssen. Wird schneller gehen. Eigentlich schon, aber diese Idee finde ich irgendwie dumm. Darüber habe ich nämlich auch schon nachgedacht, aber das würde mir eigentlich nicht so wirklich was bringen, außer in Shadowman. Denn ansonsten würde das keinen Sinn ergeben. Warum? Hier doch auch, weil Rushjet brauchst du hier doch auch, wie du vorhin gesehen hast. Ja, aber hier habe ich einen Plan. Hier kann ich den Plan anwenden. Ich müsste nur zu der Stelle hinkommen. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Da kann ich noch so viele E-Tanks haben, die helfen mir hier einen Scheißdreck. Ja, ich sage ja nicht von E-Tanks, ich sage ja nur, ja, dass du, ja, genau. Ja, bei meinem Plan. Also mein Plan sieht folgendermaßen aus, wie du dir wahrscheinlich gedacht hast. Ich werde zu der Stelle hinkommen und diese komischen Teile überfliegen. Ein Teil, also dann werde ich hochfliegen zu den anderen Teil, denn da oben war ja eins, das habe ich gesehen. Das, was immer die blauen Raketen schießt. Und werde sterben. Und werde die blauen Raketen, die dieses Teil ballert, dazu benutzen, um Rush zu farmen.
Das Problem ist, das Tal kommt mir dann irgendwann zu nahe und dafür bräuchte ich die E-Tanks. Kapierst? Ich hätte eine viel schlauere Fuck. Idee. Die schlauere Idee wäre, du tötest das ganze Vieh von der Leiter. Wenn es keine Waffenenergie gibt, gehst du wieder runter und wieder hoch. Und das machst du dann so lange, bis es eine große Waffenenergie fallen lässt. Und dann kannst du loslegen. Ja, aber da unten sind Stacheln, das geht dann nur einmal. Oder ich locke die Raketen von dem Teil hoch zu mir. Das könnte ich auch. Ja. Naja, musst du wissen, was du fabrizierst. Mir geht es nur darum, Rush aufzuladen, unabhängig davon, wie viel Schaden ich einstecke. Und ich muss auch meines Erachtens problemlos und ohne Fehler rankommen. Aber was ist mit den Bossen? Es gibt ja noch Metalman und Quickman, der andere Boss. Ach, Metalman ist sowieso kein Problem. Nein! Warum habe ich das gemacht? Und Quickman? Zugegeben, der ist schon härter, aber da habe ich auch so einen Plan in der Hinterhand. Ich muss nur hier... Nein! Das war zu früh! Scheiße! Das war zu früh, ja. Ich habe jetzt nämlich nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon springt. Und so langsam bekomme ich richtig Hunger. Scheiße, die Küche unten ist zugesperrt. Ja, Mist. Geil. Wundert mich auch nicht, wir haben fast 3 Uhr morgens. So kann's gehen, ne? Kann ich eigentlich nicht, das ist zugesperrt. Ich komme nicht rein. Ich hab gesagt, so kann's gehen. Ach so. Das heißt so viel wie, ja, so läuft's manchmal. Ja, in deiner Küche sind bestimmt zigtausend Lebensmittel. Ja, in meinem Kühlschrank sind genug Lebensmittel. Ja, Flüssignahrung, alias Bier. Ja, ist auch eine Menge da. Mann, wir dürfen nicht über das Essen reden, sonst bekomme ich nur noch mehr Hunger. Also, ich habe in meinem Kühlschrank gerade 12 Flaschen Bier, 2 Flaschen Eistee. Oh nein, obwohl Eistee habe ich auch hier. Eine Packung Milch. Eine Packung Wurst, Geflügelwurst. Woher heißt und, du das? Steht der Kühlschrank neben dir oder was? Und 2 Tiefkühl-Thunfischpizzen. Oh, die sind auch ganz gut. Ich bin zwar nicht so der Thunfischpizza-Fan, aber zur Not geht's auch. Fast! Oh, das war ärgerlich, das war's fast. Es ist zu 80% immer fast. Das war jetzt ein Pixel zu früh. Andere Richtung, danke. Ich wette, du wärst hier schon so ausgerastet, wenn du das immer wieder so machen müsstest. Ja, ich raste ja gerne aus. Was heißt nicht gerne? Gerne. Aber ich lasse gerne meinen zornfreien Lauf, sagen wir so, wenn ich Zorn hab. Ja, an Zorn ja am besten. Ja, genau, weil Zorn ja auch der einfachste Boss in RKS ist. Was ich nicht finde, aber... Überzeugt euch selber, Leute. Battle the Gitroids zusammen an um dieses Spiel. Let's play das. Und dann werdet ihr es schon sehen. Das Zorne, der einfachste Boss ist, genau. Sie ist easy. Nein. Warum? Das war ein kleinen Ticken zu früh. Mann, Mega Man, kannst du dich irgendwie eine Gartenschere holen und diesen Stachel abschneiden? So schnell ist das auch nicht. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, du hast so viele Waffen. Mit irgendwas wirst du doch Stacheln kaputt machen können. Ich frage mich, wer ist überhaupt so asozial und baut da einen Stachel hin? Na, dreimal darfst du raten. Wer ist denn so asozial? Leute, wer ist denn so asozial? Osoma, schreib's mal in die Kommentare, wenn du das hier siehst. Obwohl ich glaube, dieser Typ, der das gemacht hat, ist mir schon ein bisschen sympathisch. Echt? Nee, überhaupt nicht. Ich finde das größte Arschloch auf der Welt. Ganz genau. Nein! Ganz genau der. Ach, Mann! Jetzt hast du dich abgebrochen. Habe ich sehr wohl, aber der Knopf geht nicht. Da. Hast du gehört? Ja, habe ich gehört, weil der gute Megaman wieder schlau ist. Er ist ein schlauer Sohn. Megaman, schaffe es, dann kriegst du ein Eis. Megaman und Taschengelderhöhung. Megaman hat eine IQ von 2. Er hat nicht die Intelligenz des Vaters bekommen. Oder doch? Na! Was war denn das für ein Sound gerade? Das war interessanter Laut vom Onkel Wu. Ich dachte, ich mache nur solche komischen Laute. Ach, aber scheinbar kannst du das auch. Ich kann so manche Sounds von mir geben, glaub mir. Oh Mann. Früher in meiner Kindheit habe ich einen sehr, sehr schrillen Laut auf die Reihe bekommen.
Die kann ich heutzutage leider nicht mehr. Aber ich habe so eine Wahnsinnsstimme zusammenbekommen. Eine so eine helle und hohe. Also, das war schon Zeug, was ich gemacht habe damals. Zeug, was ich gemacht habe damals. Bin ich dumm? Natürlich bin ich dumm. Willst du darauf eine Antwort haben? Ja. Eine ehrliche Antwort. Eine ehrliche Antwort. Keine Lüge? Keine Lüge. Ja, du bist dumm. Ja, gut. Hättest du was anderes gesagt, dann wäre ich ziemlich traurig gewesen. Oder soll ich dich lieber anlügen? Nein. Sag ruhig, dass ich dich anlügen soll. Sag Fuck ruhig. It! Vor allem nehmen wir einen Schlafenstand. Das heißt, jetzt kann ich ruhig ein bisschen lauter sein. Und gleich hört man wieder deinen Bruder reinkommen. Nee, die schlafen voll deswegen. Die schlafen deswegen. Er wacht gleich auf. Noch. Wenn der mal schläft, dann kann ich einen Ziegelstein auf ihn draufschmeißen. Schläft er immer noch. Oder besser, so, besser gesagt, dann schläft er erst recht. Allerdings okay. Für eine längere Zeit. Ja, okay. Wenn man es so sieht. Was ich aber niemals machen würde, das wäre dumm und krank und asozial. Das wäre sowieso alles Schlechte. So, jetzt komm schon, Mega Man. Warum? Ein Pixel zu früh. Ein Pixel später hätte es sein müssen. Der zwängt sich jedes Mal da rein. Ich glaube, Mega Man liebt Stacheln. Oh ja. Er steht auf Stacheln. Auf Sodomie vielmehr. Sodomie? Perverse Schwein. Was ist Sodomie? Weißt du das wirklich nicht? Doch, ich kenne den Begriff, aber ich hab's vergessen. Das ist zwar. Ich weiß zwar nicht, ob es das auch bei einer Frau gibt, aber zumindest gibt es das beim Mann, das weiß ich, wenn man sich etwas in den Arsch steckt. Zum Beispiel ein tiefgefrorenes Würstchen oder so. Ja! Geschafft! Sag ich doch, es so. Geht doch. Put, 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 schieß. Ja, ja. Was hältst du von meinem Plan? Moment, da muss ich immer zurückwechseln. Ich weiß, kann ganz schön dauern, aber es ist mir egal. Nee. Das war dumm. Das ist auch dumm, nee. Ja, kann jetzt ein bisschen dauern, nicht wahr, Leute? Dumm. Ja, komm her. Nee. Bist du noch da? Ja, ja, ich schau dir gespannt zu, was du da für Farm-Sachen machst. What? Was ist das denn für Laute? Hast du gesehen, wie knapp das war? Ja, habe ich gesehen. Und interessante Laute. Interessant. Da kommst du noch dran, glaube ich. Oder nee, kommst du nicht. Ey, ihr Penner. Was heißt ihr Penner? Du bist ein Penner, weil du es gebaut hast. Ja, ich bin... Leck mich. Komm nicht so nahe, sonst trifft mich das Teil. Ich bin ein Arschloch. Wahre Worte. Und ich habe kein Problem damit. Ja, logisch. Noch mehr verhöhnen. Leben! Ja, genau so soll es angeflogen. Ja! So, ich muss mal was testen. Letztes Leben. Ja, ja, das weiß ich, letztes Leben. Moment, das ist jetzt. Hallo? Hallo? Ja, was soll damit sein? Der Typ ist abgehauen. Dann gehst du wieder runter und kletterst wieder die Leiter hoch, dann ist er wieder da. Warum sollte ich? Nein! Fuck you. Nein! Fuck! Lass es lieber bleiben. Die Waffenenergie reicht noch für die Passage, die jetzt kommt. Ah, leck mich. Ja, super. Fick dich. Ein Pixel? Nein, geh ganz außen und dann guck nach links, dann geht es. Schnell, 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 schnell. Oh, fuck you. Danke. Siehst du, Boss? Endlich sehe ich mal Metal Man.
So, jetzt kann ich mal wieder... Ich habe zwar die Spikes da reingesetzt, aber die sollten nicht weiter stören. So, Herr Professor, was ist gut gegen Metal Man? Ich weiß es natürlich. Ja. Jetzt lasse ich dich mal. Es gibt zwei Sachen, Spark und Magnetman. Was? Sparkman und Magnetman. Nee, Sparkman eben nicht. Doch. Nein. Doch. Ach ja. Eben nicht. Hardman. So, nee, hat doch nicht Sparkman? Sparkman war gegen Airman. Nee, hab mich vertan. Aber ich dachte, musste doch eigentlich Sparkman sein, weil Metall leitet doch Strom. Ach, wir sind hier im Megaman, so. Welche Logik. So. Ja, nenn mich paranoid oder so. Nö, das ist sogar schlau. Ich glaube, den Sprung kann man auch anders nicht schaffen, glaube ich. Ja, wenn ich, was ich da jetzt schon sehe, will mir nicht so sehr gefallen. Ein Spikefall, ja. Spikefall, wenn ich das höre, dann muss ich immer an Kaizo denken. Kaizo Mario übrigens. Fick dich. Und das war natürlich das letzte Leben, geil. Continue. Wow, du hast Metal Man jetzt schon mal erreicht. Ich weiß nicht, was du willst. Ja, ich bin stolz auf mich, dass ich ihn erreicht habe. Da kannst du doch auch. Vor allem, ich spiele den Scheiß hier ohne Save States, also. Ganz genau. Und wenn du solltest das nächste Mal mit mehr erreichen, damit du Dingens. Mit mehr Leben, ja, weiß ich ja. Damit ich dann danach den. Genau. Ein neuer Respawn-Punkt, das weiß ich auch, aber ich weiß auch nicht, wie oft. Wann ich jetzt diese Passage hier schaffe und wann nicht. Das kann ich ja nicht bestimmen. Doch, durch deinen Skill. Durch meinen eingeschlafenen Skill. Ja. Übrigens 3 Uhr morgens. Ja, 3 Uhr morgens, genau, stimmt. Punkt 3 Uhr morgens. Ich hoffe, du hast heute nichts mehr vor. Eigentlich habe ich nicht mehr viel vor. Ich guck deine Aufnahmen, was du jetzt alles aufnimmst und danach, geh ich pennen. Na gut, dann wird das eben ein Just for Fun Part. Also besser gesagt ein Open End Part. Okay. Einfach solange ich Bock darauf habe. Okay, das heißt, bis du Sparkman geschafft hast, die Stage. Muss nicht unbedingt heißen. Vielleicht auch nicht, weil Mega Man nicht springen will. Also wie gesagt, so Just for Fun. Spätestens wenn alle meine Leute aufwachen, muss ich sowieso aufhören. Das wäre dann so in etwa in 5 Stunden. Okay, okay, spätestens um 7 Uhr gehe ich sowieso pennen. Das heißt, das wäre dann ein 6 Stunden Part oder so. Ja. 6 Stunden nur diese Stage, herrlich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Hört man ja an meiner Stimme. Ganz genau. Ich mir auch nicht. Natürlich alles ohne Save States, ja. So muss es sein, genau. Nein. Fast. Ein Millimeter. Ein kleiner Pixel noch. Du, 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 du. Vor allem dieses bösartige Kribbeln in den Händen, das habe ich jetzt nicht mehr. Denn ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber wenn ich wütend werde, also mich so richtig innerlich über ein Spiel aufrege, dann werden meine Hände taub und ich bekomme ein Kribbeln. Du bekommst dann einen Drang, jemanden mit einer Eisenstange über den Kopf zu ziehen. Ja, ich bekomme dann noch viel schlimmeren Drang. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel neben dir stehen würde und da würde schon so eine ganz verlockende Eisenstange liegen, da würdest du dir denken, soll ich sie nehmen und dem Simon richtig so über den Kopf ziehen, so ja, richtig saftig, dass das Blut spritzt. Würde ich nicht, das wäre ein viel zu schneller und viel zu gnadenlos, viel zu gnadenvoller Tod. Ja, so, und du hast es schon wieder geschafft. Jetzt will ich die Stelle schaffen. Bin ich dumm? Ich muss ja nicht farmen. Moment. Moment, da ungefähr. So. Das hättest du jetzt nicht gedacht, nicht wahr? Was soll ich daran nicht denken? Das ist doch nicht gerade schwer. Dass ich den Shuriken verwende. Naja, den kann man doch gut verwenden, Shadowman's Waffe. Ich bin stehen geblieben, ich Idiot, ich bin stehen geblieben, ich Idiot. Oh fuck! Kannst du noch schaffen? Ne, so bestimmt nichts. Du musst rechts stehen, nach links gucken. Genau. Schnell, 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 schnell.
Schnell, 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 schnell. Geil, ne? Geil. Das ist ja geil. Jetzt kannst du dich auch gleich Game Over machen, weil jetzt reicht deine Rush-Energie doch gar nicht mehr. Puh. Also wenn das ein Grund wäre, Game Over zu gehen. Ich bin der ja, Onkel schon. Wolf. Der Onkel Wolf gibt nicht auf. Gegen nix und niemanden und mag noch so ein unfairer Hack mir da in die Quere kommen. Ich werde jeden, aber auch wirklich jeden beweisen, dass dieser Hack möglich ist. Und siehst du, immerhin bekomme ich auch Energie. Dass er möglich ist, das weiß wohl jeder. Nur, dass es jemand ohne Safe State schafft, das ist eine andere Frage. Dann werde ich ihm den Leuten beweisen, dass ich einen eisenharten Willen habe und dass mich nicht okay. So schnell Mega Man fertig machen wird. Okay. Vor allem, ich sollte wirklich mein Maul nicht so weit aufreißen, denn alles, was ich sage, wird immer mehr auf die Waage gegen ein Safe State gelegt. Alles, was Sie aussagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Ja, so ganz nach dem Motto, zuerst reißt du zu einem Maul auf, Wolf, und dann verwendest du doch Saves, wenn ich es irgendwann mal verwenden sollte. Also, das wirft dann nur noch schlechteres Licht auf mich. Onkel Wolf wurde zu 15 Jahren Cryout verurteilt. Ups. Am besten du schaffst es im ersten Leben. Ach nein, wirklich? Was wolltest du jetzt gerade sagen mit der Musik? Geht dir die auf den Nerven? Ja, so ein bisschen. Deins hingegen klingt nur noch angenehmer. Die Schnauze, meins klingt überhaupt nicht angenehm, es klingt schrecklich. Also angenehmer als diese Musik hier schon. Denn die habe ich noch nie wirklich gemocht. Aber Sparkmans Musik ist cool. Wenn man sie zum x-tausendsten Mal hört, auch nicht mehr. Die von Snake Man finde ich viel besser, zum Beispiel. Ich mag Sparkmans Musik, glaube ich, am meisten. So. Und schon wieder geschafft. Scheiß, das war dumm. Moment nochmal. So. Schieß was. Okay, dann eben nicht. Nein, da war ein Leben, deswegen hat er nichts geschossen. Shit, ich hab kaum Rush. Sei denn, du lässt jetzt große Energie liegen? Ne, natürlich nicht. Ja, kann ich alles haben, aber es reicht noch für die Passage. Und nach Metal Man kriegst du ja wieder eine Waffe. Hallo? Moment mal. Ne, Moment. Ja? Wer? Nein, ich Trottel! Ja, wenigstens das noch. So. Übrigens, eine Möglichkeit ist, hier bei dieser Stelle... Okay, jetzt kann ich nicht mehr sagen, weil jetzt schon losgelegt hast. Drunter durch. Ne. Danke. Ich trau mich da nicht zu springen, ganz im Ernst. Ja, oder du springst so, dass du mit der Maximalhochsprünge genau so da reinkommst. Das heißt, dass du viel tiefer fliegst. Hab ich mir auch schon gedacht. Dieser Gegner ist so billig. Und da sage ich, es wird schon getroffen. Aber guck, die leben. Geil. So, jetzt diesen Sprung hier. Der Sprung des Verderbs, so nenne ich ihn. Und ich habe versehentlich geschossen, wollte ich gar nicht. Und du bist so still. Ja, ich schau mir jetzt an, wie du das hier machst. Ich bin jetzt mal gespannt. Scheiße, zu weit. Das Pixelmäßige muss ich irgendwie noch so richtig testen. Och, von hier ist das dann. Ist das dein Ernst? Nicht meiner. Das hat sich das Spiel so überlegt. Dass nach Metal Man scheinbar kein Restart Point ist. Ja, das Spiel fängt an so richtig asozial zu werden. Stimmt, der Restart Point kommt erst nach dem Spike Fall. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Das heißt, es ist doch egal, wie viel Leben du den Spike voll erreichst. Heilige Möhre, und dieses Pixelmäßige, das kann ich natürlich überhaupt nicht.
Stellt euch schon mal auf 100 Stunden Sparkman ein oder noch mehr. 2000 Stunden Sparkman. Noch mehr. Bis wir alle alt sind. Wir sehen uns im tausendsten Part wieder. Ja, genau. Obwohl, eigentlich dachte ich, dass der Restart-Point von den Doc Roberts bei Sparkman nach Metal Man ist. Dachte ich auch. Weil ich eben soeben den Verdacht hatte, dass das irgendwie ein Spielfehler war. Nee, das war kein Spielfehler. Das ist schon richtig so. Ist mir eingefallen, dass der Restart-Point ist nach dem Spike-Fall. Aber immerhin bin ich etwas weiter gekommen, also gut. Das will ich bei den Immerhin. anderen Stages jetzt auch schaffen. Gemini, meine ich, hasse deine Stage-Musik, die ist so ätzend. Ja, Jiminy Mans Stage-Musik finde ich auch nicht so gut, aber Sparkmans Musik ist cool. Ja, die geht so. Wenn man sie zigtausendmal hört, ist sie zwar auch scheiße, aber die von Snake Man ist richtig geil, die von Top Man, Ja. die von Magnet Man. Batman ist cool, ja. Ich finde auch die von Shadowman ganz okay. Nee, die mag ich nicht. Also Shadow Man und Gemini Man haben die schlimmste Stage-Musik überhaupt. Jiminy Man, das ist stimmt, aber Shadowman ist doch ganz okay eigentlich. Die beste Stage-Musik hier hat meiner Meinung nach Needle Man. Ne. Needleman hat die lang eine, nicht die langweiligste, aber eine Die langweiligste. längste. Ich finde die nicht so gut, die Stage-Musik von Needleman. Ich schon, ich finde sie Was ich toller. gut finde, ist die Bossmusik. Die ist gut. Ja, vor allem, was ich gut finde, ist, wie schnell sich die Energie auflädt und nicht so wie in Mega Man 4 3 Stunden lang. Ja, ich drücke. So, jetzt diese Stelle hier. Ich weiß, ich habe sie schon geschafft. Ich muss es nur noch mal schaffen. Zu weit. Perfekt. Perfekt, sag ich. Geht doch. Oh, noch perfekter. Ja. Nein, ich Trottel, dem Lack. Das wollte ich nicht. Sorry, sorry, sage ich. Nee, nee, Warum nee. sorry? Ja, weiß ich auch nicht. Ich verliere langsam meinen Verstand. Was? Langsam? Ja, ganz langsam. Was bei diesem Spiel irgendwie verständlich ist. Ja. So. Rush farmen. Hier hing ich auch. Ja. Also bis hierhin bin ich auch schon mal gekommen. Wenn ich zu dieser Stelle komme, dann werde ich dir sagen, wo ich bisher gescheitert bin. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Das mag ich überhaupt nicht, das hier. Nein! Ach, schieß. Naja, geht doch alles hier. Ja. Und man hört so meinen Controller. So, das da. Ich habe einen Plan, wie ich das schaffe. Komm her. Ja, Könnte man ja. machen. Nein. Ich hätte jetzt das Loch nur treffen müssen. Das habe ich selber gesehen. Ja. Sag das mal einer Frau, wenn du mit dir Sex hast. Ich hätte jetzt das Loch mal treffen müssen. Das wird ein bisschen blöd drüber kommen, Schatz, tut mir leid, ich habe das Loch nicht getroffen. Wo ist das ne? jetzt? Wo ist das jetzt gelandet? Woanders. Im anderen Loch, im hinteren. Ekelhaft. Ach Vor ja. allem, wenn man bedenkt, der menschliche Körper hat ja noch mehr Löcher, nicht nur zwei. Ein weiblicher Körper dafür ein Vaginalloch, Analloch, Oralloch. Super Thema. Also meine Let's Plays haben fast schon Niveau, muss ich sagen. Ja, Captain Niveau besinken, ne? Ja. Naja, das ist ein Hack, da darf das Niveau sinken. Gucken sich sowieso nur wenige Leute an. Ja. Mehr als alle anderen. So. Nein, das war zu weit rechts. Habe ich selber gesehen. Schade. Wohin warst du perfekt? Ja, da dachte ich, dass ich zu weit links wäre. Nee, da warst du vorhin perfekt. Moment.
Null Leben. Ah. Gefällt mir überhaupt nicht. Willst du mal Flashman erreichen hier in der Germany Man Stage? Habe ich bisher noch nicht geschafft. Also wäre das dann eigentlich auch ein Erfolg. Vor allem Flashman hat, wie jeder Gegner hier, zwei Schwächen. Na los. Needleman und, warte, ich überlege. Nicht sagen, ich überlege noch. Needleman und Germany Man. Ja. Vor allem, ich habe Flashman immer mit Germany Man gemacht, weil ich in meinem früheren Denken wusste ich nicht, dass die alle zwei Schwächen haben. Ach so. Nämlich, gucken wir mal, ob ich es noch hinbekomme. Metal Man hat Magnet Man und Hard Man. Quick Man hat Snake Man und, Germany Man? Echt? Habe ich noch nie probiert. Dann, rechts oben, wer war es? Ja, der Dingens. Airman hat Sparkman und Magnet Man. Crashman hat Hardman und, wer war denn da noch? Weiß ich nicht, bei Crashman. Keine Ahnung. Heatman hat Topman und was noch? Shadowman. Ja, Topman und Shadowman. Ich mache ihn aber immer mit Shadowman, ist viel geiler. Nein! Ja, dumm. Und Bubbleman hat Sparkman und Shadowman. Ja, Shadowman war's. Mir ist der Name nicht eingefallen. Wie wir hier angeben mit unserem Mega Man Wissen. Naja, das ist ja noch kein Angeben. So oft wie ich dieses Spiel gespielt habe, sollte ich sagen, mich im Schlaf beherrschen. Also nicht den Hack hier, das Originalspiel. Ja, vielleicht solltest du dir wieder die Augen verbinden und dann mal, ja. Nee. Mal gucken, ob du den Hack mit verbundenen Augen Nein! Hast. Wie gesagt, an dieses Können komme ich schon lange nicht mehr ran. Ja, was ich ja für eine Lüge halte. Aber damit du nicht beleidigt bist, soll ich ja so tun, als würde ich es nicht für eine Lüge halten. Weißt du, was das Gute an der Sache ist? Nämlich habe ich so eine gewisse Eigenschaft oder Angewohnheit, wie man es immer nennen mag. Das hat mein Bruder auch. Wir können Fremden gegenüber nicht lügen. Naja, das kann ja jeder sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte dich zum Beispiel jetzt nicht anlügen. Zum Beispiel, einfach schon, weil sonst hättest du ja nicht gesagt, du hättest den mit verbundenen Augen besiegt, Edelman. Nee, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in Wirklichkeit eine Frau. Gut, das war jetzt die schlechteste Lüge aller Zeiten, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem. Komm, gib's zu, du hast Needleman nicht mit verbundenen Augen geschafft. Doch, hab ich. Ich kann dir sogar sagen, in welche Klasse ich da ging, nämlich in die zweite. In die zweite Volksschule. Und ich weiß noch ganz genau, was ich an dem Tag auch gemacht habe. Deswegen weiß ich ja auch, denn ich weiß, dass ich an diesem Tag unglaublich ausgeschimpft wurde von der Lehrerin. Weil ich irgendeine Scheiße angestellt habe, die nicht in Ordnung ist. Deswegen weiß ich es auch noch so genau. Shit. Ah, okay. Und da dachtest du dir erstmal so, nach dem ganzen Stress verbinde ich mir jetzt erstmal die Augen und mach Needleman No-Hit. Das kam nicht direkt von mir. Das war eher so eine Art Wette, die wir hatten. Also so ganz nach dem Motto, du schaffst es sowieso nicht, den mit verbundenen Augen zu schaffen. Und ja. Ohne Schaden nehmen, was da only. Ja. Wie gesagt, habe ich nur ein einziges Mal geschafft, nämlich genau an dem Tag mit der Wette. Und dann habe ich natürlich angegeben bis übers Kreuz und ja, ich bin der Beste und keiner kann mir was. Ich habe es dann später, also im Laufe der Zeit, habe ich es dann natürlich mehrfach nochmal versucht, aber ich habe es nie wieder hinbekommen. Ein paar Mal war ich auch noch nahe dran, aber wo nur mehr ein Schuss oder so gefehlt hat, aber ich habe es dann trotzdem nie wieder geschafft. Was schade ist. Sonst hätte ich gern damit angegeben. Ja, natürlich. Diese Geschichten hören wir jetzt alle mal. Ich weiß, ja. Die klingen alle unrealistisch. Ich kann es dir nicht mal übel nehmen, aber... Oh, Mann! Der Onkel Wolf will Rage. Lass es raus. Lass den Hass in dir raus. Er zerfrisst dich doch schon. Nur ein kleines bisschen. Schreie los. Beleidige ja. Mich. Klar, um 3:45 Uhr morgens. Logisch, werde ich da anfangen rumzubrüllen. Ja, warum nicht?
Weil ich dann von meiner Familie den Arsch aufgerissen bekomme. Und zwar sowas von. Ja, dann kriegst du halt den Arsch aufgerissen. Den kriegst du vom. Der Heck reißt ja auch den Arsch auf. Ja, aber nicht. Also generell nicht im wörtlichen Sinne, aber nicht im übertragenen Sinne. Sondern, ja. Er hat nicht geschossen, er hat nicht geschossen. Sondern so ganz nach dem Motto, dann ja, wird eben der Computer abgebaut und nur um mich zu nerven, denn die haben solche Dummheiten drauf, meine Familie. So, wie viel Leben? 2. Das ist Pixelarbeit und Pixelarbeit kann ich nicht. Weil ich zu weit rechts lande, zu weit links lande immer. Pixelarbeit soll ja auch nicht sozial sein, die soll nicht zum Rätschen bringen. Naja, wie gesagt, werden wir gucken, ob es dieser Hack schafft oder nicht. Er hat bisher gute Ambitionen dazu, es muss ich schon zugeben. Aber naja, bis auf dem, was am Anfang dieses Parts, also für euch am Anfang des Parts, für... Nein! Für mich jetzt schon, keine Ahnung, 2 Stunden oder länger her ist. Komm schon, rasch, Chat. Nein, den letzten Punkt brauche ich. Bist du irgendwo hingegangen? Nö, nö, ich schau nur zu. Komisch, wenn ich mal eine Minute lang nichts sage und nur stillschweigend zuschaue, dann denkst du direkt, ich bin weg. Ja, das hat sich jetzt so angehört, als ob du dein Mikro ausmachst. So, Rush. Fuck, ich hab keinen Rush mehr. Da machst du ohne Rush. Zu nahe. Ja. Ja, ja. Also, du kannst ja auch mal Shadowman versuchen. Ja, später. Ich werde jetzt so eine mega, richtig krass sozial-asoziale Folge machen. Mit Überlänge bis zum geht nicht mehr. Und, okay. Da kommt zum Schluss dann Shadow Man. Ich meine, der Part hier dauert sowieso schon keine Ahnung wie lange. Also dieser Teil hier ist fast eine Stunde lang. Und zwar genau jetzt ist er eine Stunde lang. Davor dann noch das Teil, was ich hinzugeschnitten habe, bevor du kamst. Ja? Nein. Verschwinde. Oh, das war gar nicht geplant, aber egal. Ja, siehst du, sogar No-Hit geschafft. Ja, wenn das für den Rest der Stage so bleibt, wäre ich ziemlich glücklich. Nein, 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 nein! Warum immer zu weit links? Manchmal zu weit links, manchmal zu weit rechts. Uiuiuiuiui. Und ich dachte mir damals schon bei Topman, bist du krank drauf? Aber jetzt weiß ich, dass dein Unterbewusstsein noch viel gestörter ist. Was du nicht sagst. Du bist bestimmt einer von denen, die an einer Psychose leiden oder so. Ja, aber nicht einer harmlosen. Wenn es eine bösartige wäre, dann müsste ich um mein Leben fürchten. Es ist eine bösartige, sonst hätte ich jetzt den Heck nicht gebaut. Weißt du überhaupt, was eine Psychose ist? Ja. Okay, dann erklär mal, Herr Professor. Oder Herr Doktor, muss man ja sagen. Eine Psychose ist, wenn ein Mensch unter neigt Gewalt zu nahe. Genau, ja, schnell Gewalt zu neigen, sehr schnell Gewalt zu neigen. Das nee. Hat mit einer Psychose zu tun. Muss nicht unbedingt sein. Eine Psychose in dem Sinne, wie ich es meine, ist was anderes. Nämlich eine Psychose ist eine Krankheit, die ausgelöst wurde, entweder durch einen Unfall oder durch eine Schockreaktion. Und durch eine Psychose klammert man sich indirekt an eine Person, meistens an Freund, Freundin, wie auch immer, und versucht alles, um diese Person nicht zu verlieren. Also entweder mit Drohungen oder mit 100%iger Hörigkeit, also sprich, die Person macht alles, was man will. Und wenn sich dann doch irgendwann die
Möglichkeit ergibt, dass man die Person doch verlieren kann, dann versucht man es auf, zumindest ist das bei einer negativen Psychose der Fall, versucht man diese Person für sich zu gewinnen, auch auf ziemlich brutale Art und Weise. Zum Beispiel, wenn man diese Person dann tötet und die Leiche mit sich umschleppt oder irgend so etwas. Das ist krank. Ja, Psychose ist ja auch eine Krankheit. Und die Leute, die an einer Psychose leiden, die wissen das nicht mal, oder? Doch, manchmal wissen sie es schon, aber sie akzeptieren es dann meistens nicht. Was viele übrigens nicht wissen, wo wir jetzt schon mal bei Krankheiten sind, viele wissen nicht, ich dass... Ich hab Nein, habe ich nicht. Viele denken, dass Klaustrophobie und Platzangst dasselbe ist. Ist es aber nicht, das ist genau das Gegenteil. Klaustrophobie ist, wenn man in zu engen Räumen ist. Und Platzangst ist, wenn man auf zu großen Plätzen alleine ist. Und ja, das ist nämlich genau das Gegenteil. Bist du sicher, wenn man Platzangst hat, dann... Nee, Moment mal. Wenn man Platzangst hat, dann traut man sich nicht in enge Räume. Nein, das ist bei Klaustrophobie. Platzangst ist genau das Gegenteil. Bist du wenn sicher? Wenn man zu viel Platz hat, ja. Wie gesagt, das wussten viele Leute nicht, aber das ist so. Das ist viel, das ist eine Fehlinformation, die oft verbreitet wurde. Und deswegen glauben viele, dass Platzangst dasselbe ist wie Klaustrophobie. Ja. Ich dachte zwar eigentlich, Klaustrophobie wäre die Angst vor offenen Räumen und Platzangst vor engen, aber nun gut, was soll's. Oder nee, so, wenn, keine Ahnung. Wenn dann ist es umgekehrt. Oder so, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, lasst mich. Das zu viel Platz ist Platzangst und Klaustrophobie ist das mit den engen Räumen. Ja. Scheiß auf den Treffer, das ist mir egal. Ja, der Simon pennt hier schon weg. Was zum Titandioxid? Ich penne noch nicht weg. Noch nicht. Eigentlich müsste ich im nächsten Part, wenn ich das aufnehme, der Fairness halber Osoma mit dabei haben. Aber ich weiß nicht, ob der unbedingt... Nein! Ja, deswegen. Aber ich weiß nicht, ob der unbedingt in meinen Videos Gast sein will. Osoma. Oh. Osoma, wenn du das hier siehst, melde dich mal. Willst du auch mal Gast hier sein, wenn das Projekt dann noch läuft? Ich kann ihn ja jetzt meinen Skype anschreiben, ob er mal irgendwann Gast sein will. Warum ist er jetzt online? Ja, natürlich ist er online. Dann könntest du ihn auch gleich mit dazu holen. Nur wenn er will. Wird wahrscheinlich Probleme geben. Ich glaube, der ist sowieso gerade noch am Stream oder schon pennen gegangen. Naja, du könntest ihn ja mal irgendwann fragen, ob er Bock hat. Nee, aber ich kann ihn ja mal fragen von dir aus, ob er irgendwann Lust dazu hätte. Ja, aber auch dann, wenn dieses Projekt dann auch noch läuft. Weil, ich werde dieses Spiel bestimmt nicht replayen. Ja. Dann natürlich im No-Game-Over-Modus, ja. So, da. Sollte reichen. Fast. Fast. Fast ist auch, knapp vorbei. Also, fast ist schon. Ich will das nochmal schaffen, verdammt. Ich bin gerade so motiviert und so außer Aggro. Ich finde es auch krank, aber... Keine Ahnung, wie dieses Schrägstrich-Scheiß-Spiel mich jetzt so motivieren kann. Wahrscheinlich, weil ich jetzt endlich mal ein paar andere Orte gesehen habe, die ich dann trotzdem nicht schaffen kann. Ja, weil es noch viele schwierige Orte gibt, ne? Wily Stages und so. Wenn ich wenigstens an Bossen verrecken würde, aber das ist ja nicht. Ich habe ja noch meine E-Tanks. Oder habe ich sie? Ja, habe ich. So. Jetzt komm schon, Mega Man. Da, nein, das ist zu weit rechts, wollte ich sagen. Aber ein bisschen habe ich schon raus, das ist gut. Ich muss nur noch mal zu dieser Stelle kommen, denn ich habe auch einen Plan, wie ich diese Stelle schaffen kann. Ja. Denn ich muss dieses Würmchen, dieses Sperma oder was das sein soll, das muss ich freilassen und muss mich von ihm treffen lassen und muss es auf so eine Höhe bringen, dass ich jederzeit wieder reinspringen kann. Denn das macht ja nur einen Strich Schaden, dann kann ich es
Keine Ahnung, wie oft versuchen. Wie viele Striche hat Mega Man? Weiß ich nicht. Aber dann kann ich es auf jeden Fall so oft versuchen. Und irgendwann komme ich dann rein. Oh. Ich weiß, ich bekomme Schaden, aber scheiß drauf. Ja, ist mir egal. So. Mehr rechts als links, aber nicht zu weit. Nein, zu weit. Ich frage mich, wer hier die Tote zählt. Ich gerade jetzt nicht, ich schreibe gerade Osoma. Deswegen muss ich mal kurz mich konzentrieren. Ja, Dauert mach aber nur das. ein, zwei Minuten. Natürlich mit einem Video, ja klar. Und man hört die Tastatur, aber es ist egal. So, jetzt verzieht euch ihr Augenklopse. Ich will doch nur zu dieser Stelle hinkommen, ist das viel verlangt oder was? So, dann der. Ja! Verschwinde Augenklops. So. Nochmal das Ganze. So. Jetzt abpassen. Könnte hinhauen. Fast. Fast. Und Osoma hat geschrieben, du darfst ihn in Skype adden. Werde ich aber nicht jetzt machen. Wie heißt denn mit Skype? Einfach Osoma LP, oder? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Scheiße, jetzt habe ich das gesagt. Das werden ihn alle adden, wahrscheinlich. Aber nun gut. Muss er ja nicht auf alles annehmen. Muss er nicht alles annehmen, was er will. Und wer weiß, vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein Let's Play Together zustande. Würde mich freuen. Ja klar, warum nicht? Ja. Nun muss ich dazu erst wieder meine Technik zum Laufen bekommen, aber das habe ich ja schon oft genug gesagt. Nein, Energie, warum? Und ich will zu dieser Stelle hinkommen. Apropos, was sagt das Oma eigentlich, dass ich das im Nicht-Safe-State-Modus versuche? Das weiß ich nicht. So, nochmal. Das war, glaube ich, zu nahe. Okay, Ja. jedenfalls hat Osuma dir schon mal eine Anfrage geschickt. Ja. Oh, sehe ich. Moment, Moment mal, Leute. So, Leute, wieder zurück. Oh, kurzer Lag. Es waren gerade geschäftliche Dinge hier. Ja. Ist klar. Mit meinen beiden Geschäftspartnern hier wollen wir Menschenhandel betreiben. Warum Und willst du Osuma jetzt in diesem Part auch dazu holen, oder? wenn er will, warum nicht? Dann mache ich den Part eben noch länger. Fick dich. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Lust hat. Ich schreibe mal. Ja, tu das. Dann kann er sich ja auch totlachen. Dann weiß ich schon, wie ich den Part nennen kann. Wenn er einverstanden ist. Dann nenne ich den Part einfach Gäste über Gäste oder so. Thank you very much. Okay, Moment. Moment mal. Bei mir ist gerade So, Standbild. Aufnahme läuft wieder. Ich habe jetzt einen weiteren Gast hier. Hallo. Wer bist Ja. du denn, Unbekannter? Ich bin der unbekannte Osoma. Osoma Was du nicht LP. sagst. Ja. Ah. Man kennt mich völlig unbekannt nicht unter dem Namen Osuma LP auf YouTube. Ja, genau. Vor allem jetzt kann ich dich. Falsch, jetzt kann ich dich mal direkt fragen, was hältst du überhaupt von meiner total asozialen Aufgabe hier, das alles ohne Safe States zu machen? Naja, also mal unabhängig davon, dass du die Robot Master Stages in Rush Chat außer jetzt Needleman total niedergemetzelt hast. Ohne Safe State, da muss ich sehen, wo ich Ja, langkomme. ist natürlich richtig, aber ich kenne Simon und der hat schon bei mir gemäkelt, als ich an zwei, drei Stellen nur Chat genutzt Ja, habe. man soll nicht so viel mit dem verwenden, das geht Ach, gar der ist nicht. wie so ein altes Waschweib. Der mäkelt an Was? allen. Was? Nein, gar nicht. Jedenfalls,
Ja, ich weiß nicht, also wenn du es wirklich durchziehst, dass du auch jetzt zum Beispiel diese Stage hier, weil die Stage ist echt heftig Oh. ohne Save States, wenn du die ohne Save States schaffst, dann ja, kann ich nur sagen, Respekt. Aber wie gesagt, diese, gerade so eine Stages wie die hier haben mich halt dazu ermutigt, in meinem LP dann doch mit 3 Save States pro Stage zu machen. Ja, da kennst du mich aber schlecht, denn ich habe wirklich einen Willen hart wie Stahl oder noch Solange du dir härter. nicht die Augen verbindest. Jetzt kommt diese Geschichte wieder. Osoba, ich kann dich mal kurz aufklären. Ich habe als Kind Mega Man 3 Ich hab's ihm schon mal ziemlich, erzählt. Ich hab's ihm ziemlich schon mal oft erzählt, dass. gespielt. Ich hab's ihm schon mal erzählt, dass du Ach das so, gesagt hast. glaubst du mir, dass ich mal Needleman No Hit mit verbundenen Augen gemacht habe? Nicht wirklich. War ja klar. Da seht ihr Leute, da erzählt man einmal die Wahrheit und keiner glaubt einem. Ich glaube, ich muss nur mal alle Leute anlügen, dann ist alles in Ordnung. Soll ich dich anlügen? Ich glaube dir, dass du es gemacht hast, natürlich nicht. So, jetzt will ich diese Stelle mal schaffen. Das gibt's doch nicht. Die ist wirklich so schwer. Ach mein Gott! Oh! Oh, wie das klang gerade. Oh! Als ob mich dieses Spiel anmacht. Nee, überhaupt nicht. Das Aber. Geile ist ja an der Stelle, das ist ja die erste Stelle von der Stage, die schwer ist, ne? Die erste, nicht die letzte. Ja, ich war an dieser Stelle schon vorbei. Also, ich kam bis zu so einem Teil, wo so links und rechts Spikes waren und man so in eine Mitte reinflutschen musste, wo links überall so Spermien waren. Warst du schon beim ersten Dog-Robot? Nö. Doch, bei in Sparkman, Bei Ich Flashman meine waren da. den ersten Doc-Robot dieser Stage, meine ich natürlich. Flashman, nein, war ich noch nicht. Aber er hat Was? schon Needleman die Doc-Robots geschafft, hat er gesagt. Aber vorhin in Stage 6 kriegen sie. Und Magnetman habe ich auch schon geschafft. Ein Doc-Robot. Einen Ja, einzigen. natürlich. Nein, Du zu hast. weit! Bist du Chuck Norris? Du schaffst in einer Magnetman Stage die Doc-Robots. Da gibt's keine Doc-Robots. Übrigens, Chuck Osoma, Norris das. schafft es. Übrigens, Osoma, das hier wird ein Open-End-Part, also wundere dich nicht, wenn er ein bisschen länger ist, wenn ich ihn hochlade. Kein Problem. Ein bisschen länger ist meiner. Überhaupt nicht von mir gewohnt oder so. Vor allem, siehst du alles flüssig und so? Passt Ja, alles. bei mir ist alles flüssig. Bei mir ist Standbild, aber ich beschwere mich nicht. Ja, der Simon braucht kein gutes Bild. Hauptsache, Osoma bekommt den Luxus. Ich habe ja gerade schon geguckt, jetzt kann er gucken. Ich höre ja, wenn Ja. Fortschritt ist. Du weißt, was die nächsten paar Stunden Das passiert. ist halt Radio gerade dann. Du guckst sowieso nachher nochmal das ganze Video am Ende. Ja, ich gucke sowieso immer, genau. Ja, du Aber auch du auch, also. oder? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Das klang nicht so überzeugend. Ja, ich auch. Ich So, ja. überlege immer noch, wie ich den Trailer mache von Mega Man Overload 2. Weiß ich nicht. Mal gucken, ne? So, Mega Man. Jetzt sei mal bitte brav. Und Onkel Wolf, wir fragen dich übrigens zum 1000. Mal. Du willst Overload 2 spielen und Overload 1? Vorerst nicht. Warum denn nicht? Ist jetzt nicht gerade der beste Moment, mich das zu fragen. Ich weiß. Ich kann dir auf jeden Fall so viel sagen, Overload 2 ist von der Schwierigkeit her nicht ansatzweise so hart wie dieser Hack. Ja, hat mir Simon auch schon bestätigt. Und Overload 1, aber. Ich musste mir ja das Schwerste aussuchen. Overload 1 ist auch nicht so hart wie dieser Hack. Ich habe mir mit diesem Spiel mal wieder selber ins Fleisch geschnitten, wie ich es schon so oft gemacht habe. Es gibt in Overload 1 nur eine einzige Stage, die auf Cryout-Niveau ist, der sonst nicht. Ich möchte dazu anmerken, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das nur der einzige Grund war, aber dieser Hack wurde ja gebaut, um mich zu Safe States zu zwingen. Ja, unter anderem auch, genau. Und Eigentlich. Osoma, du bist ansonsten auch kein Safe State Nutzer, oder? Eigentlich nicht, nein. Ich würde auch diesen Hack ohne Save States schaffen, aber ich habe ehrlich gesagt ich hatte jedenfalls im Let's Play keine Lust, so ewig lang zu machen, weil ich mache ja, selbst wenn nicht mehr als 15 Minuten Parts, und das wären dann wirklich Viele, viele Videos. acht Parts an einer Stage vielleicht und permanent nur immer dasselbe sehen. Ich glaube, das wäre doch ein bisschen zu langweilig. Ja, ich mache das hier auch nur, um Simon in gewisser Weise eins auszuwischen. So ganz Ich nach dem.
So ganz nach dem Motto, was, er hat über mich gelästert, ich bin nicht so gut im Mega Man wie ihr zwei. Tja, dann werde ich dich mal vom Gegenteil überzeugen. Wenn du das wirklich, wenn du mich wirklich vom Gegenteil überzeugen willst, dann hilft da eigentlich nur eine einzige Sache. Dass wir ohne Saves nicht schaffen. Nee. Nee, meint er. Okay, was denn sonst? Du müsstest gegen mich ein Mega Man Race machen, vorzüglich im Blind Tech, damit wir beide also keine Voraussetzungen haben, außer ja, vielleicht, dass wir nichts wissen. Dass wir das Originalspiel kennen und dann vergleichen, wie schnell wer wie durchkommt. Wenn und je nachdem, wie man dann wie durchkommt. Je nachdem, in welchem Zeitabstand ungefähr unsere Siegesversuche liegen, kannst du dann ungefähr abschätzen, wie weit vom Skill wir auseinander sind. Wäre ja eine lustige Idee. Hatte ich ja schon mehrmals vor. Ich habe Simon sogar schon mal vorgeschlagen, ein Mega Man 8 Race. Deswegen habe ich dir das ja auch gesagt, Markus, dass ich Mega Man 8 nicht bei dir gucken kann, weil ich das eventuell noch racen wollte, habe ich dir auch schon mal gesagt. Mega Man 8 ist bei mir sowieso noch so eine Sache, das ist noch in weiter Ferne, vorher kommt noch Mega Man Abyss. Aber ich muss auch ganz ehrlich, deswegen, bei Mega Man 8 muss ich auch erstmal gucken, vielleicht eher ein Mega Man Hack, weil Mega Man 8 dauert auch erstmal noch länger, bis das kommt. Ja, Mega Man Hack dagegen hätte ich eigentlich auch nichts dagegen, vorausgesetzt, es ist nicht so einer. Weil da würde das Race wahrscheinlich doch etwas länger dauern. Ich habe in meinen Streams ab und zu so eine Unzock-Format von ein paar Mega Man Hacks gemacht, um zu gucken, welche so spielwürdig, LP-würdig und sowas sind. Habe mir da ein paar rausgesucht. Also die ein oder anderen, den ich jetzt wirklich vielleicht maximal eine Stage angeguckt habe, hätte ich da im Angebot. Ja, da kannst du natürlich auch eine Stage angucken, also ist da nicht das Problem. Wäre natürlich eine Erwägung wert, allerdings das mit dem Stream, das klingt an sich zwar geil, aber ich habe hier so gewisse Probleme, die mich manchmal daran hindern würden, an bestimmten Zeiten aufzunehmen. Das ist der Haken an der Sache, wie zum Beispiel Familie und so. Da kann man auch nicht immer dann aufnehmen, wenn man will. Ja klar, aber deswegen, was hat das mit Stream zu tun? Ja, wenn du zum Beispiel sagst, okay, machen wir jetzt und jetzt Stream und... Nee, dann heißt es könnte durchaus als Let's Race gemacht werden. Gut, wir können es natürlich auch theoretisch als Stream machen. Das kannst du halten, wie du willst. Das würde ich dir sogar frei zur Auswahl lassen. Ich glaube, mir persönlich wäre es dann eigentlich besser als Let's Play und nicht als Stream, weil ich da flexibler agieren kann. Fuck. Na, egal. Weil da kann man ja... Naja, wie soll man das dann später nachzählen? Die Parts, die Partlänge? Du, also ich habe ja, hab ja schon mehrere Races gemacht. Die Gesamtlänge der Playlist, fertig aus. Ja, das ist die eine Sache. Zum anderen würden wir praktisch im Voraus dann eine Partlänge feststellen. Das heißt, sagen wir mal 15 bis 20 Minuten. Das ist, dann würdest du praktisch die Videos durchschneiden. Es soll halt die Optionalität mit den 15 bis 20 Minuten gilt natürlich einfach hauptsächlich dafür, dass du sagen kannst, okay, ich schneide jetzt nicht mitten in einem Bosskampf oder mitten in meinen Sätzen einfach jetzt das Video zu Ende, sondern ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Game Over oder ich bin gerade durch die Stage durchgekommen, ist ein gutes Videoende oder ich stehe kurz vorm Boss 2. Yes! So. Herzlichen Glückwunsch, hast du auf jeden Fall schon mal einmal diesen Sprung geschafft. Endlich mal wieder. Den Sprung habe ich doch schon ein paar Mal geschafft, aber irgendwie hatte ich jetzt voll die Probleme damit. Ich weiß nicht warum. Ja, vorhin bist du weitergekommen, das stimmt. Das Problem ist, dass dieser Sprung wirklich pixelperfekt ist. Nein, ich wollte kein Rush. Ach, egal. Nee. Komm schon, danke. Simon findet das lame, dass ich das so mache, aber... Tja, da kann er halten, was er will davon. Ja. Wie gesagt, ich persönlich finde es nicht schlimm. Wenn du so eine Save-State machst, ist das meines Erachtens schon einiges wert. Aber Onkel Wolf, du fandest es ja vorhin auch lame, ne? Weil dass ich alles neu gemacht habe. Oh, fuck. Deswegen. Oh mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, weil ich die Stacheln nicht gesehen habe. Warst du schon mal so weit? Ja. Scheiße, Mann, hoffentlich hat das keiner gehört. Oh. Oh, geil, danke. Weil ich habe jetzt ganz vergessen, dass man, wenn man von der Treppe runterfällt, habe ich ganz vergessen, dass man da leben, danke. Hm.
Überlegen wir mal. Oh, die Stelle. Ich habe einen Plan, den habe ich Skitros zusammen auch schon gesagt. Dr. Damage und durch. Nein, danke. Moment, ich habe einen. Ja. 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 Scheiße, die Stachel hat mich zuerst getroffen. Die Stachel vorne. Du darfst nicht stehen bleiben. Der, das, wo du draufstehst, trifft dich immer zuerst als die beweglichen Supports. Schade. Hätte ich das im Vorhinein gewusst, dann. Nach egal, aber immerhin bin ich schon mal wieder bis zur Stelle gekommen, also. Oh! Thank you! Das ist einer dieser Dinge, wo ich mir einfach. Das sind einfach diese Dinge, die ich mit Mega Man schon mit der Zeit gelernt habe. Ich kann dir da schon so einige Tricks verraten. Wobei ich gemerkt habe, in deinem Mega Man 3 LP, dass du wirklich schon einige Tricks kennst. Also gerade so diese Sache mit zum Beispiel das Bubble Man mit einem Waschmarine und so kinderleicht ist, beziehungsweise auch mit Waschjet geht das ja auch. Ja. Meinst du jetzt das allererste Let's Play oder das Replay? Das allererste Let's Play, das Replay habe ich noch nicht geguckt. Ich gucke von hinten nach vorne. Ach so. Ja, ich bin jetzt erstmal bei Metroid, Part 1. Hast du Probleme mit meinem Dialekt? Es ist manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber es geht. Schließlich ist es Deutsch. Ist ja nicht so, als würdest du jetzt Englisch sprechen. Ja. Das kann man nicht wirklich Deutsch nennen. Also, das ist Dialekt. Ja, keine Ahnung, was das sein soll für eine Sprache. Ich habe jedenfalls kein Wort verstanden, da dachte ich mir, okay, alles klar. Nichts für mich. Das ist Anti-Simon-Sprache. Ja, definitiv. Nee, eigentlich ist es eine Mischung zwischen kärntnerischen und wienerischen Dialekt. So ja, wie gesagt. 50-50 ungefähr. Ich kenne jetzt nicht viele österreichische. Ich glaube, ich kenne insgesamt 3 österreichische Let's Player mit dir eingeschlossen. Und davon hat. Außer dir nur ein anderer halt noch ein Dialekt und bei dem habe ich halt die Videos kaum geguckt bisher, weil der auch ehrlich gesagt ein bisschen zu leise ist. Also wenn man die Let's Plays dann guckt und der Dialekt und dann dazu noch, dass er leise ist, dann ist es extrem schwierig, den zu verstehen. Ja, sehe ich auch durch. Nee, sehe ich durchaus ein. Oh, das war schon das letzte. So, jetzt nehmen wir hier rüber. Ich muss doch nur diese eine Stelle treffen. Ist denn das so schwer? Nein, natürlich nicht, weil ich schon öfters geschafft habe. Doch, es ist so schwer. Weil, wie gesagt, du musst in einem perfekten Pixel da reinziehen, anders geht's nicht. Null Leben. Und schon eine Stunde und 25 Minuten hier dieser Part. Noch dazu die 18 Minuten von vorhin. Das wird eine Mega-Ultra-Special-Folge hier. Die Mega Ultra Special Folge 10 Stunden Mega Man. Ja. Ich meine, ich habe ja keine Probleme damit, ich kann unbegrenzte Videos hochladen. Und da ich solche langen Videos meistens nachts hochlade, habe ich damit auch kein großartiges Problem. Ja, unbegrenzte Videos, das ist aber auch relativ klar. Ich weiß es nicht, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich habe noch nie ein längeres Video als 10 Stunden gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ein längeres Video hochzuladen. Bestimmt nicht. Kann ich mir zumindest jetzt nicht vorstellen auf die Schnelle. Denn sonst hätte ich schon lange gemacht. Bestimmt. Mir überhaupt, ist ja überhaupt eigentlich schon beeindruckend, dass man inzwischen 10 Stunden Videos überhaupt hochladen kann, weil ich meine, früher konntest du nicht mal 15 10, Minuten hochladen. Ja, 9 Minuten und 59 Sekunden. Und dann kam halt dieses 15-Minuten-Grenze und plötzlich konnte man dann nur noch über 15 Minuten. Inzwischen. Ah, das war dann auch schon eher was Rares, was nur bestimmten Leuten erlaubt wird. Inzwischen kann jeder einfach so uploaden. Ja. Wie man will. Also in der Hinsicht ist meines Erachtens sogar eine der wenigen Dinge, die YouTube über die Jahre echt verbessert hat. Ja, aber das mit dem Urheberrecht ist viel beschissener geworden. Ja, Urheberrecht, Design von YouTube, alles beschissener geworden. Ja, das Design generell. Wobei das allererste Design, das von damals noch, das habe ich zu weit rechts. Das habe ich nicht so oft mitbekommen, weil ich kannte zwar YouTube von früher schon, aber ich habe nie auf die Kanäle geklickt. Ich habe erst später bin ich auf die Idee gekommen. Denn ich habe immer nur die Einzelvideos früher geguckt, eine lange Zeit, bis ich dann versehentlich mal auf einen Kanal gegangen bin. Nebenbei, das ist so eine Sache, die interessiert mich natürlich bei den meisten Let's Playern auch, bei Simon weiß ich es zufälligerweise. Wie bist du denn zum Let's Playen gekommen? Ah,
Ich weiß nicht, ich habe mir irgendetwas im TV angeguckt und dann dachte ich, ja, ich habe Halo 2 gespielt und dann dachte ich mir so, ja, die alten Spiele, so Mega Man 3, wären schon an sich geil. Und dann wollte ich mir eigentlich so ein Gameplay angucken, weil so, da habe ich mir so gedacht, ja. Lass mich Rattenfang Royal gefunden. Ja. Da dachte ich mir so, gibt's vielleicht irgendein Gameplay oder so von Mega Man 3 auf YouTube? Und dann habe ich Funk Royal gefunden und ich bin eigentlich kein Mensch, der wirklich sonderlich lacht, aber da habe ich mich so sehr. Ich war so vom Lachen, konnte ich nicht mehr. Ich habe. Weil er so fast schlecht ist oder was? Ich muss ehrlich sagen, also Funk Royal mag zwar kein guter Mega Man Spieler sein, das kann ich ihm einfach nicht gönnen, dass er sich als guter Mega Man Spieler bezeichnet, aber das macht er auch selbst nicht. Aber die Sache ist, seine Mega Man 1 bis 6 Videos sind wirklich sehr amüsant anzusehen. Das Beste ist vor allem Mega Man 3. Das gucke ich am allerliebsten. Vor allem immer dann wieder, wenn es mir mal etwas schlechter geht, weil ich bin ein ungeheurer schadenfroher Mensch. Ich selber bin der schadenfroheste Mensch, den ich kenne. Und als ich mir das erste Mal Mega Man 3 von Funk angeguckt habe, ich habe mich so tot gelacht. Also ich meine, wirklich. Ja. Ich meine ganz ehrlich, die einzige... Mirko ist ja genauso einer eigentlich, wobei bei einem aber sagen muss, ich finde bei Mirko kann man sich die ganzen Mega Man Let's Plays nicht angucken, außer einen einzigen Part und das ist der mit seinem Raichikawa-Zeugs. Naja, das Mirko habe ich bisher noch nie geguckt, weil ich ihn einfach scheiße finde. Nein, Leben! Naja, das Leben nützt ja meistens wegen Waschenergie sowieso kaum. Naja, ich gucke auch kein Fail Royale. Ja, jeder hat so seine eigenen Geschmäcker, das ist ja... Ah, logisch. Ja, dann hast du Funk Royal entdeckt und hast dann gedacht, ja, mach ich auch mal, oder wie? Den Gedanken hatte ich zuerst noch, aber irgendwie haut es damals erst recht nicht hin mit der Technik, weil ich wollte ja direkt auch anfangen, aber es ging eben nicht. Das kam leider erst Jahre später. Weil Technik und so. Ich muss sagen, ich hatte damals ein Aufnahmeprogramm, allerdings war das Camp Studio und mit dem konnte ich nur 5 Minuten Videos machen und diese nicht mal zusammenschneiden. Ah, das ist echt böse. Aber zusammenschneiden könntest du sogar, also jedenfalls als Unprofessioneller mit Movie Maker. Wie ich ja. Zum Beispiel. Ja. Gut, ich verwende dafür Camtasia. Mit dem nutze ich das auch, also von daher. Mit Camtasia nehme ich auch auf. Das ist zumindest für mich sehr praktisch, da ich da immer die Aufnahmezeit im Blickfeld habe, wie zum Beispiel jetzt 29 Minuten und 55 Sekunden. Ja, ich sehe schon, dass du mit Camtasia aufnimmst. Ich sehe das an diesen tollen Rändern, die Camtasia hat, die jetzt die YouTube-Leute nicht sehen, aber ich bei der Skype-Übertragung durchaus. Ja. Ja. Ich benutze ja auch Camtasia. Ist an sich ein sehr gutes Programm. Es hat mir fast nie Schwierigkeiten bereitet, nur zweimal, einmal im Pokémon Bloody Platin und einmal im Finale von Metroid Fusion. Vor allem das Finale war das Allerschlimmste. Weil das Finale musste ich, glaube ich, 3-mal aufnehmen. Camtasia hat bei mir bisher nur bei einem einzigen Projekt Probleme gemacht. Und dieses einzige Projekt, das ärgert mich bis heute, dass ich das noch nicht fortführen kann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll denn. Was ist denn das für ein Projekt? Beyond Divinity, das ist der zweite Teil der Divinity-Reihe. Divine Divinity war ja mein allererstes Let's Play. Sag mir jetzt vom Namen nichts, vielleicht werde ich das nachher mal angucken. Es ist ein sehr, sehr geiles Rollenspiel. Ein RPG, oder? Ja. RPG spiele ich kaum. Denn ich bin mehr so der Jump'n'Runner und beziehungsweise Halo-Spieler, vor allem Halo. Halo habe ich persönlich noch nie gespielt. Ja, Halo 2 habe ich ja auch gemacht, allerdings dann auch mit meinem alten Headset, weil jetzt habe ich ein geileres Mikro. Du wolltest doch eigentlich erst Halo 3 hier spielen, hast du gesagt. Ja, wollte ich, aber mit meinem Videograbber bekomme ich es nicht hin, das ist so ein Scheißteil. Der kann keine Xbox-Spiele aufnehmen. Das ist richtig dumm. Das ist scheiße. Mir juckt es schon seit ewiger Zeiten in den Finger, Halo zu Let's Playen. Das ist scheiße. Jo. Ja, da könnte ich dir mein Halo-Skill zeigen, der ist garantiert besser als das, was ich jetzt gerade mache. Jo, und ansonsten, dann hast du jetzt die Aufnahmetechnik praktisch irgendwann gekriegt, sozusagen, oder wie? Ja, ich habe mir dann, später habe ich mir dann doch Camtasia zugelegt, weil ich habe einige andere Aufnahmeprojekte auch
einige Aufnahmedingens versucht, aber die funktionierten alle gar nicht. Das ist dumm, das hat sich alles zu verzögert, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon, keine Ahnung, 10.000 Abos oder so. Sehe ich ehrlich gesagt auch so, weil diese, wenn man so zu diesem Anfangshype, wo Funk halt da war, da angefangen hätte, dann wäre man jetzt wirklich teilweise berühmt. Ja, oder Gronkh vor allem. Naja, Gronkh ist aber nicht derjenige, der zu diesem Anfangszeit angefangen hat. Gronkh ist auf der Welle geschwommen von Minecraft. Ja, leider. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich Gronkh gar nichts abgewinnen. Ich auch nicht, ich finde Gronkh so scheiße. Ich kann Gronkh nur, also ich kann nicht sagen, dass ich ihn als wirklich guten Let's Player sehe, aber Gronkh ist ein guter Moderator. Ja, vielleicht ist genau das, was ihn so gut macht, nicht weil er Let's Plays kann, sondern weil er es gut moderieren kann. Ja, das ist es halt auch wirklich. Die Sache ist, es gibt ein paar Projekte, die kann man sich bei Gronkh wirklich angucken. Und Leben. Bei so ziemlich jedem anderen kann man sie sich nicht angucken. Das, was ich schade finde, ist, dass er so übertrieben viele Abos bekommt. Der könnte ruhig mal so 10.000 Abos oder so an andere abgeben, an kleinere Leute. Oder ja, könnte kleineren. Als ob er die einfach so kontrollieren könnte. Ja, ihr Leute hier, nicht bei mir, bei ihm. Ja, er könnte zumindest auch kleineren Leuten helfen, das wäre auch gut, aber es macht er ja nicht. Nee. Sei man in der Hinsicht nicht gleich so vorschnell, ja? Warum? Es ist nämlich so. Fuck! Ich persönlich hab ja Gronkh, ich verfolge ja sein Minecraft-LP, beziehungsweise ich verfolge das abgebrochene Minecraft-LP oder was auch immer da passiert ist. Schon seit dem ersten Part, und er erzählt ja auch immer so in diesem LP so die aktuellen Dinge und über alles Mögliche, Gott und die Welt, was weiß ich. Ich meine, was er da für Themen anschneidet, ist schon recht interessant. Und über dieses Minecraft-LP habe ich zum Beispiel auch ein paar andere Dinge noch erfahren. Da hätten wir nämlich zu einmal, Gronkh und Sarazar haben nämlich, du weißt ja, die beiden sind ja Homies da, whatever. Die beiden haben mal ein Format angefangen, bei dem die kleineren YouTubern helfen wollten, mehr Klicks zu bekommen. Allerdings haben die das Format nach nicht gerade langer Zeit eingestampft, weil es einfach lächerlich war. Die haben einen drangenommen. Und dann kam bei denen so ein riesen Shitstorm an, von wegen, warum sie denn nicht den und den genommen haben und warum sie nicht sich diesen YouTuber, also sich selbst in dem Fall, genommen haben und bla bla bla. Und ganz ehrlich, das sind nur die dummen Leute, weil andere Let's Play zum Beispiel. Das war so eine Welle, und bevor die überhaupt die zweite Folge gemacht haben, ich meine, die können ja nur einen pro Folge machen, waren die schon so angepisst von dieser Meinung, vor allem da die das wirklich, wirklich einfach nur aus Spaß oder Hilfe aus Hilfe machen wollten, und dann so eine negative Reaktion kommen, haben sie es dann einfach gelassen. Ja gut, kann ich verstehen, aber ja, kann ich durchaus verstehen, das sind die Leute selber schuld, obwohl andere Let's Player machen ja auch so, zumindest teilweise. Ja, oder in gewisser Weise Werbung. Es gibt so ein paar Dinger, wo das gibt. Es gibt halt nur aber auch so ein paar Dinge, die kann ich absolut nicht ausstehen. Also wenn sowas ist wie Kanal vorstellen, wenn da zum Beispiel so jemand so ein Format macht, das finde ich total cool. Aber was ich halt nicht mag, sind so Leute, die in ihren Videos permanent nach Abos betteln und. Ja, das mag ich eigentlich auch nicht, obwohl ich es auch manchmal mache, aber. Naja, ich meine, es gibt ja Leute, also wenn man mal sagt, hier, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr abonnieren, ist ja okay. Aber was ich meine ist jetzt, es gibt ja diesen neuen Trend von wegen, diese Endcards. Kenn ich nicht, sag mal ein bisschen drüber. Du bist am Ende des Videos, kommt wo das Video normalerweise geschnitten wird, kommt dann nochmal so ein Fenster, wo dann, keine Ahnung, Hintergrund, so, wo man abonnieren kann oder so. Wo man abonnieren kann, dann ist da zum Beispiel der letzte Part oder ein Link zum nächsten Part, whatever. Und währenddessen labert halt der noch der
Typ. Ja, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise was wird in der nächsten Folge passieren und bitte abonniert doch und bla 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 und sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ja gut, so direkt will ich es auch nicht. Und das ist dann halt auch in jeder Folge, weißt du? Ja, das ist dumm. Ich meine, wenn man einmal sagt, ja, ein paar Abos wären auch ganz nett und so weiter, aber dann sehe ich es auch ein, aber die ganze Zeit so, ja, abonnieren, das ist ja irgendwie dumm. Abonniert den Onkel Wolf! Das ist jetzt kein Betteln, das ist jetzt Mind Control. Obwohl, ich mache gerne Werbung für andere Leute, allerdings mache ich es auch auf indirekte Art. Denn ich mache zum Beispiel so wie die Pokémon Nuzlocke Challenges, da können die Leute, also meine Abonnenten können schreiben, ich will das und das Pokémon sein oder irgendein anderes, keine Ahnung. Ich mag kein Pokémon. Ja, das weiß ich nicht. Eine andere Sache, die ich nicht mag, das wirst du garantiert auch kennen, das sind diese Leute, die kommen zu deinen Videos, interessieren sich nicht den Bohne für deinen Inhalt, sondern sagen, ich mache diese tollen Minecraft-Videos, bitte schau meinen Kanal an und gib eine Meinung ab oder abonniere. Oder die Leute kommen an, schreiben irgendwie unter irgendeinem x-beliebigen Pfad, geiles Video. Ja, oder da, so. So eine Scheiße nervt mich total, da denke ich, ja, ist klar, ne. Das ist einfach nur Selbstwerbung für sich selbst, damit man auf deren Kanal geht. Die schreiben immer, geiles Video. Komm doch mal auf unseren Kanal vorbei und ja. Ja, habe ich schon oft genug gehabt. Und ganz ehrlich, ich persönlich, ich bin sogar noch nett genug, dass ich tatsächlich jedes Mal auf ihre Kanäle gucke. Und dann gibt es drei Punkte, die ich ansehe. Startseite, Videos, Playlists. Und wenn da überhaupt nichts ist, was mich ansatzweise interessiert, dann gebe ich dann nicht mal einen Kommentar zu dem Kanal ab. Aber ohne Witz. Ich gucke immer, also wenn so eine Nachricht dann kommt, gucke ich immer zuerst auf die Playlist. Um zu gucken, okay, was hat er für Projekte, die mich interessieren könnten. Und meistens kommt dann irgend so eine Minecraft-Scheiße oder so. Ja, Minecraft. Ich verachte Minecraft über alles. Denn ich wurde mal in gewisser Weise dazu gezwungen, es zu spielen. Und warum komme ich dann nicht mehr rein? Was soll die Scheiße? Du wirst es schon schaffen. Ja, nach zigtausend Versuchen. Ach, wie schade, versuch's nochmal. Und nochmal. Hoppla, falscher Knopf. Und nochmal, und nochmal. Ja. Nee, ich glaube, ich gehe nach dem wieder ins Sparkman Stage. Da kam ich wenigstens zum Metalman. Ja klar, warum auch nicht. Aber ich glaube, in der Sparkman Stage gab es doch auch diesen ganz bösen Spike-Fall. Ja, den hat er einmal erreicht. Nee, sogar zweimal, oder? Einmal oder zweimal, weiß ich gar nicht. Zweimal. Und beim zweiten Mal hatte ich sogar noch ein Zusatzleben. Ja, aber da ist ja kein Safe Point, also. Hat er eh die Arschkarte. Der Safe Point ist ja erst nach dem Spike voll. Wie bist du denn eigentlich auf mich gestoßen? Teilweise durch Guitarist Simon, dann habe ich mal auf deinen Kanal geguckt. Und ja, an sich scheiße. Nee, nicht dein Kanal, aber an sich ganz okay. Also dein Kanal ist ja. Scheißdreck! Dein Kanal ist Scheißdreck, hast du gehört? Nein! Ich versuche es mir nochmal, denn ein Wolf gibt nicht auf. Ja, du wolltest jetzt Sparkman Stage machen, ne? Ja, deswegen, aber was soll's, der Part wird sowieso über mega special open end, hyper giga und was für Worte man nicht sonst hinzufügen kann, Part. Oh, zum Glück guckt sich Enfer dieses Projekt nicht an, denn die hasst lange Parts. Ja, weg da. Nein! Die kann ja dann auch durchskippen, theoretisch. Eigentlich schon, aber in diesem Part passiert nun mal nichts, einfach nur, wie ich zigtausendmal fehle. Das ist doch was. Ja, für schadenfreie Leute garantiert. Ja. Für schadenfreie Leute garantiert. Ja, welches Arschloch hat mich denn vorhin die ganze Zeit ausgelacht und ist mir dann auf den Sack gegangen? Keine Ahnung. Also ja, vielleicht. Hast du da wieder RKS aufgenommen oder was? Ja, hab ich aufgenommen und er hat mir so, ich bin so doof andauernd, kam mir von der Seite immer an. Oh, du verkackst jetzt. Meistens kann ich verstehen, nach so diesen Overload-Zeugs. Meistens unterstütze ich ihn ja, aber da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kommt er weiter, wenn ich ihn mal zur Sau mache.
Aber ja, das hat wahrscheinlich auch nichts gebracht. Ach, du wolltest nur einen Frust von Kryout an mir rauslassen, gib's doch zu. Ja gut, die ersten 18 Minuten dieses Parts hier, denn das werde ich ja dann zusammenfügen, die waren sowieso, ja, von wegen Internet-Scheiße und so, die heute lief, da war ich ziemlich schlecht drauf und war kurz davor, das Mikro gegen die Wand zu schleudern. Okay. Und ja, da habe ich einmal versehentlich auf das Mikro geklopft, was wahrscheinlich immens laut war, und einmal absichtlich auf den Tisch daneben geschlagen. Denn irgendwann geht es auch nicht mehr. Aber jetzt bin ich seltsamerweise ziemlich gelassen und ruhig. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich ist mein Hirn schon so sehr geschmolzen, dass ich da immer noch nicht reinkomme. Naja, du wirst es schon mit der Zeit schaffen. Irgendwann. Das ist halt echt eine beschissen harte Stelle. Irgendwann, das ist ja das, was mich hier aufrecht hält. Denn dieses Irgendwann muss ja irgendwann passieren. Ja, irgendwann. Und dann darfst du halt nicht an dem Rest choken. Ich darf mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, das ist es. Wie war das? Du spielst halt gerne Plattformer, ne? Kommt darauf an, welche du jetzt meinst. Naja, also... Meinst du sowas wie Super Meat Boy oder so? Auch? Ja... Wieso? Also, naja, hast du schon mal ein I Wanna Be The Guy Spiel gespielt? Ja, Wanna Be The Guy habe ich schon mal getestet, aber das kann ich mit meinem Gamepad nicht spielen, weil die Steuerung sowas von schlecht belegt ist und ich sie nicht umstellen kann. Warum? Kannst du umstellen. Es gibt ein Programm, das nennt sich Joy2Key, damit kannst du Tastaturbelegung auf dein Gamepad legen, ohne das praktisch im Spiel selbst umstellen zu müssen. Wäre schön. Ich glaube, ich habe dieses Programm schon mal durch Zufall irgendwo im Internet entdeckt, aber damals habe ich noch nicht so wirklich am PC gespielt und da war es mir eigentlich egal. Die Sache ist nämlich, ich gucke mir auch sau gerne solche I Want Music Eye Spiele an und ich kann dir da auch einige empfehlen. Ja, das Original so. Ist nicht so... Nicht der Burner. Ist nicht so das Krasse, natürlich ist es das trotzdem Original, irgendwie... aber trotzdem. Ja. Nein, ich... Dämlack, ich habe den Rush-Chat nicht aufgeladen. Vor allem das originale I Wanna Be The Guy ist nicht mal fertiggestellt. Ja, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass das fehlerhaft ist. Weil, also in der Hinsicht nicht fertiggestellt, man kann es durchspielen, durchaus, ja. Aber die Sache ist, der Ersteller von I Wanna Be The Guy hatte da noch etliche Ideen, die er einfach niemals verwirklicht hat. Und ja, das Spiel steht halt immer noch Beta dran, ne? Ja. Wird wahrscheinlich auch ewig dran stehen. Ja. Nein, zu weit links. Und es gibt halt wirklich ein paar Stellen in I Wanna Be The Guy, wo das Spiel hundertprozentig abstürzt. Mhm. Stage Select. So, jetzt werde ich mir hier mal ein bisschen ein Eistee einschenken, denn so langsam trocknet meine Kehle hier aus. Ist ja nicht wahr, diese Stelle. Diese Stelle, ohne Witz, ich hab die so gehasst in dem Hack. Warum kannst du dir das so denken? Die ist sozial. Vor allem so viele Parts habe ich noch gar nicht. Das hier ist erst der 8. Ja, wenn die so lang sind, kein Wunder, ne? Ja. Also ich rechne mit ungefähr, keine Ahnung, 100 Parts oder so. Ah, okay. Ich dachte, du willst nicht einfach nur diese geile Spiele spielen. Ich? Na. Es muss nicht heißen, dass nicht jedes Spiel, was über 100 Parts hat, ein I Wanna Be The Guy Spiel ist. Es gibt auch andere Spiele, die so lang dauern, zum Beispiel RPGs, einige. Ja, mein Divine Divinity beispielsweise dauert auch 130 Minuten. Und in welcher Stage bist du gerade? Sparkman. Warum hast du denn noch Standbild? Ja, ich hab die ganze Zeit Standbild. Ich hab nur Audio. Ich hab kein Bild. Hast du zufälligerweise in Skype irgendwie so eine Nachricht stehen von wegen eine Textnachricht, die du wegklicken müsstest? Ja, ich? Ja. Hatte ich, aber die habe ich, glaube ich, versehentlich schon weggeklickt. Naja, gut, okay, wenn du sie schon weggeklickt hast, müsste es eigentlich in Ordnung sein. Dann liegt es wirklich an Sam's Internet, dass es nichts sieht. Oder an meinen, denn bei mir zeigt er den ganzen Tag schon rechts unten dieses... Warum? Vorher funktioniert es? Es funktioniert erst bei einer Dreier-Konfi mit der Bildschirmübertragung halt nicht mehr. So, dass du auch was siehst. Ja, bloß interessant, dass... Ja!
dass alle immer die Bildschirmübertragung sehen, außer du. Wenn es eine Dreierkonfi ist, Sam. Komm schon, das muss doch irgendwie möglich sein. Toll! Ich bin echt beeindruckt. Das ist möglich, aber die Leitern sind echt schwer zu greifen. In Mega Man 2 sind die Leitern übel easy zu greifen. Ja, ich habe diese Stelle auch schon ein paar Mal geschafft. Ich habe ja schon Magnet Man zweimal den Arsch aufgerissen. Metal Man meinst du, nicht Magnet Man? Ja, ich sage immer Magnet Man, aber. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil beide mit MA anfangen oder so. Und weil du Magnet, weil du beide benutzt, die Magnet Missile. Ja, auch durchaus. Ja, und Metal Man fängt nicht mit MA an. Ja, das habe ich auch schon bemerkt, aber gerade in dem Moment, wo ich es korrigieren wollte, hat der Simon mich unterbrochen. Ich mal wieder, ich bin mal wieder schuld, das ist mal wieder typisch. Ja, du hast diesen Hack gemacht, du bist an allem schuld. Ich wurde dazu gezwungen. Nein. Von wem? Von Onkel Wolf, der hat mich gezwungen. Klar Neck, doch. Ja. Ah, hast du immer schuld. Also, wir haben einen Bekannten, der kam aus Jugoslawien oder Bosnien oder irgend so. Und der sagt immer, oh, hast du immer schuld. Er gibt sich für alles, also wenn man zum Beispiel sagt so, oh, wir haben Stromausfall und dann hast du schuld. Und der, oh, ich immer schuld. Aber das ist natürlich alles Spaß. Das ist schon so ein Running Gag bei uns. Scheiß, mein Hall. Moment, ich stand die ganze Zeit auf Wasch. Shit. Scheiß, Mann, ich hab nicht aufgepasst. Was du nicht sagst. Moment mal. Boah, keine Ahnung, was ich gerade gefressen habe. Du Wolf, kannst du gleich die Bildschirmübertragung nochmal neu machen? Vielleicht geht's dir dann besser bei mir. Moment, ich mach mal hier Pause. Die Konfi Wolf? Das geht weiter. So. Okay. Also jetzt mit der Aufnahme hier. Wisst ihr Bescheid? Natürlich. So. Ich glaube, er hält die Konfi. Ich glaube, er ist Konfi-Leiter. Ja, so in etwa. Weil, wer hat hier wem angerufen? Ich dich, oder, Simon? Denn ich musste einmal ja auflegen, weil mein toller USB-Stecker sich mal wieder ausgesteckt hat und deswegen das Mikro nicht mehr funktionierte. Ja. Warum ist das schlecht, wenn der Onkel Wolf Konfi-Leiter ist, Markus? Es geht um Folgendes. Der Konfi-Leiter zieht natürlich am meisten Internet. Das heißt, ich weiß nicht, Simon, hast du mich eingeladen oder hat Wolf mich eingeladen? Ich das jetzt wüsste. Ich glaube, ich habe dich rübergezogen, aber ich muss glaube. Das heißt, du bist dadurch automatisch Konfi-Leiter geworden. Ja, ich wahrscheinlich. Nee. Ich verstehe nichts mehr. Derjenige, der die Konfi zu einer Mehr-Personen-Konfi macht, wird automatisch Konfi-Leiter bei einer Zwei-Personen-Konfi. Ach so, das heißt, dass Simon jetzt praktisch die meiste Internetleitung zieht und und das könnte natürlich der Grund sein, warum Simon nichts sieht. Ah, und wie kann... Ja, endlich mal wieder! Und wie kannst du Konfi-Leiter werden? Ja, ich. Ich könnte Konfi-Leiter werden, indem wir auflegen und ich die Konfi anrufe. Wollen wir? Okay, können wir machen. Da können wir einmal versuchen. Dann kurzer Schnitt. So, weiter geht's hier. Hat nicht geklappt, wie wir uns das erhofft hatten. Und shit, bin ich dumm. Ich wollte Russia aufladen. Was du nicht sagst, das hätte ich dir gleich sagen können, dass du dumm. Ach nee, jetzt fängt er damit. Oh, thank you very much. Mucho gracias. Ich kann kein Spanisch. Also, wenn hier irgendein Spanier das sieht, der wird mich wahrscheinlich auslachen. Der natürlich. Vergewaltigen. Nee. Wahrscheinlich in Spanisch. Ob Osoma noch da ist? Also, du meinst, der wird dich in Spanisch auslachen? Mann. Ja. Nein! Warum? Ja, das ist eben auch schon mehrmals passiert. Das liegt daran, dass das Teil größer ist. Dumm. Gerade so Mega Man technisch du vielleicht noch nicht wusstest. Bei Mega Man 3 vielleicht nicht so viel, da kennst du ja schon einen die Tricks und Kniffe. Aber auch gesehen, dass du zum Beispiel diesen Glitch kennst, wie du die Rush Chat und die Rush Marine vorher holen kannst. Ja. Und die Fuck! Ja, das kenne ich schon.
Habe ich damals durch Zufall auch herausgefunden. Mann! Kennst du schon das Lied, wie du bei Protoman das komplette Lied, also Ja, quasi den Glitch mit irgendwo oder bei Protoman den kompletten Lied abspielst? einfach Start drücken. Mann! Einfach, wenn man runterfällt, bevor man auf den Boden aufkommt, Start drücken. Dann pfeift er zu Ende. Gut, eine Sache kennst du aber bestimmt bei Mega Man 3 noch nicht, weil die wirst du nicht kennen, weil es im Original einfach keine Stelle gibt, wo du sowas merken kannst. Die Spikes haben eine Random Hitbox. Eine Random Hitbox. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ganz einfach. Wenn du den Screen betrittst, dann haben die Spikes eine Hitbox von, sagen wir mal, dieser Grafik der Spikes, ja? So, es kann aber auch gleichzeitig sein, Mann. dass die Spikes eine Hitbox haben Nein, ich hab kein. Ja, sprich weiter. dass die Spikes eine Hitbox haben von einem Pixel weiter außerhalb als die Grafik des Spikes. Das hab ich in einer bestimmten Stage in diesem Spiel mitgekriegt, weil Die die wahrscheinlich Stelle. noch kommen wird. Genau, die kommt noch. Und da habe ich halt Simon beim ersten Mal angeschrieben und gemeint, die Stelle ist nicht möglich. Die ist möglich. Du hast nur was falsch gemacht. Und dann habe ich Simon den Die Stelle war möglich. Die, Die dann habe ich, Oh. dann hab ich Simon den Safe geschickt, weil er mir nicht geglaubt hat. Und dann hat er die Stelle versucht und hat sie nicht geschafft. Dann hat er irgendwann zugegeben, okay, die Stelle ist nicht möglich. Dann haben wir auch herausgefunden, dass wenn ich jetzt den Screen nochmal runterscrolle und wieder hochscrolle, dass es plötzlich dann möglich wird. Weil die Spikes einfach eine Random Hitbox haben. Ich, Dämlack, hab den Chat nicht aufgeladen, aber es ist sowieso letztes Leben. Ja, jetzt musst du nur den Spike for First Frame machen, ist ja kein Problem. Einfach so, weil ich es kann. Fuck! Ich komme nicht mal da durch. Was soll die dumme Pute? Pute vor allem. Oh, fängt schon mal freundlich an. Das ganze Level ist doch freundlich designt. Ja, überaus freundlich. Von einem freundlichen Menschen für freundliche Menschen. Bäh. Ey Simon, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ich werde dich so auslachen. Bei jedem Tod. Das hast du doch schon So. drin gemacht. Ja, aber noch nicht intensiv genug. Ich werde dann noch mehr lachen. Du hast doch vorhin schon ganz intensiv gelacht. Das Traurige ist halt, ich weiß einfach, dass Simon ein Herz aus Stein hat. Ach, soll er doch. Ich habe dafür eins aus Gold. Oder was auch immer stabil genug ist, diesen Hack hier fertig zu machen. Also Gold ist nicht stabil. Aber manchmal glaube ich, dass ich ein Herz aus Gold habe, weil ich ziemlich weich bin. Was meine... ja, wenn jemand was von mir will, bekommt das zu fast 100%, 100% auch immer. Okay, ich will 1 Million Euro. Ja, genau fast. Der einzige Grund, weswegen er es nicht bekommen könnte, ist, dass ich es nicht besitze. Oh, verdammt. Immer diese kleinen Haken, ey. Ja, es sind ja nur 1 Million. Ey, geil, danke. Hat doch jeder in der Tasche, oder nicht? Ja, klar doch. Jeder Let's Player verdient das wie nix. Ja, also gerade so krank. Ja, ich frage mich, wie viel der überhaupt verdient. Ich hab das mal anhand meines eigenen YouTube-Einkommens hochgerechnet und ich will die Zahl ehrlich gesagt in dem Video gar nicht nennen, aber Wie es ist bekommen? schon, aber es, aber ich möchte sie mal so ausdrücken, die Zahl ist ungefähr scheiße viel. Von Gronkh. Ja. Also, ich weiß gar Die nicht. er theoretisch monatlich kriegen müsste, wenn das wirklich sich proportional rechnet, dann. Vor allem die ganze Werbung, die er dann auch noch einblendet, das wird auch hinzugezählt. Naja, durch die Werbung verdienst du ja das Geld. Das ist ja nicht, die Oh. Werbung ist ja das Geld in Kram. Achso, ich bekomme. Beziehungsweise ansonsten natürlich noch durch sein Webdesign-Zeugs. Wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein freiberuflich, wo da das Geld hernimmt, ich weiß es nicht. Tja, ich bekomme durch YouTube leider gar nichts. Aber eins weiß ich auf jeden Fall, nämlich dass sein YouTube-Geld nicht
sein persönliches Einkommen ist. Ja, sondern nur das, was er zusätzlich eben verdient als kleines Taschengeld oder so. Nee. Der tut dieses YouTube-Geld nicht in seine eigene Tasche stecken. Ah, wohin denn sonst? Ich glaube wohl kaum, dass er spendet. Nein, er steckt es in seine Firma. Was, dieses Gronkh.de? Oder ja, was? Ja, allgemein Playmassive. Gronkh ist ja der Leiter von... Nein! Von der Playmassive-Seite. Der ist ja... Der hat ja das zusammen mit Sarah zu erstellt. Diese Playmassive-Seite kenne ich gar nicht. Eigentlich kenne ich generell nur sehr wenig über Gronkh, außer dass er eine Internetseite namens Gronkh.de hat, wo auch andere teilweise gute Let's Player sind. Aber nur teilweise. Zum Beispiel Suishimaru finde ich richtig geil, ist meiner Meinung nach der... Der ist allerdings noch nicht so lange dort. Ja, den finde ich aber besser als wir alle anderen. Jo, Suishimaru ist ganz okay. Das Einzige, was ich bei Suishimaru... Boah, ich dachte, ich sterbe, ja? Das Einzige, was ich bei Suishimaru nicht so sehr mag, ist, dass halt seine Pokémon-LPs schon recht einseitig wirken können mit der Zeit, weil... Ja, weil sie irgendwie alle gleich aussehen. Immer dieselben Infos bringt. Das ist es. Weil, ich meine, klar, der Typ weiß viel und der haut auch viele Infos in so ein Pokémon-LSP rein. Aber ich gucke mir ein Let's Play zum Beispiel von Feuerrot an. Und dann gucke ich mir nur ein Let's Play von Smaragd an. Oder Rubin oder whatever. Und im Grunde dasselbe. Hat er alles dasselbe. Dieselben Gags, dieselben. Naja. Ja, gut, aber der hat ja zum Glück auch noch andere Dinge. Ja. Aber ich bin halt nicht. Ich kann mir halt nicht so viel Pokémon hintereinander wegmachen. Ich gucke mir gar kein Pokémon an, weil Pokémon geht für mich zu weit. So, sind wir wieder an dieser schönen Stelle. Dieses Mal ausnahmsweise mit 3. Ich kann dir ja einen Tipp für die Stelle geben, wenn du möchtest. Hm? Was bist du denn gerade? Spikefall. Wenn du mit Rushjet ja, so drüber fliegst, dann kannst du anhand der Grafik von Megaman ungefähr gucken, wie du stehst und dann einfach den Rushjet wegnehmen. Und dann müsstest du direkt zwischen die Spikes fallen, wenn du richtig positioniert bist. So ist wahrscheinlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Verkackt? Nein, ich habe den Spike vorgeschafft. Natürlich habe ich verkackt. Warte noch ab, wir werden sehen, wer zuletzt lacht. War nicht nach dem, bei dem Spikefall Mittelpunkt? Ja, nach dem Spikefall. Was? Ich, ist erst nach dem Spikefall? Ja, dasselbe habe ich auch gesagt, weil ich dachte, dass er oben gewesen wäre. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass direkt nach Metal Man Mittelpunkt ist, aber habe ich wohl falsche Erinnerungen gehabt. Ich hätte das nicht mehr gewusst. Ich habe ja auch, wie gesagt, diese 3 Save State Challenge gemacht damals. Hätte ich das ohne Safe Stitch gemacht, hätte ich es gewusst. Oh, und ich diese Nicht-Safe-Stitch-Challenge, ich könnte jetzt schon kotzen. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, also... Es wird schwer. Wenn du Overload 1 spielen solltest, irgendwann mal... Ich hoffe, dass du es irgendwann mal spielst. Vielleicht. Dann, nein! Nimm ich mal als Ja an. Du immer mit deinem Ja, ja. Ja, ja, ja. Die großen Energien können grundsätzlich nicht oben spawnen. Ja, das habe ich auch schon gehört von Simon. Weil nämlich die kleinen Grafiken sind direkt am Rand. Super! Die kleinen Grafiken sind direkt am Rand und dadurch kommen sie, werden sie nach oben gedrückt, weil sie am Rand des Blocks sind. Während die großen Energien halt eine größere Box haben und dann bleiben die einfach komplett in dem Spike drin. Sieht unglaublich spannend aus für die Zuschauer, obwohl das guckt wahrscheinlich eh nur ihr beide und der Final Level Gamer. Naja, Mann! Was sollen wir denn beim RKS sagen? Ah. Da habe ich jetzt heute schon wiederholt, also. Ja. Scheißrakete, hat mich jetzt dreimal getroffen. Du lässt dich auch gerne treffen, ne? Hab ich so gesehen. Oh nein, jetzt fängt er auch mit den Kommentaren an. Jetzt fängst du auch schon an, mich zu verarschen. Ja, wie ich schon. Ja, vielleicht ist das ja auch dein geheimes Hobby, ich weiß es ja nicht. Ja, klar doch. Der steht da drauf eigentlich, der will gerne verarscht werden. Oh Mann! Ey, das ist nicht... Warum mache ich es so kompliziert? Ganz im Ernst. Ja, also. Ich kann dir sagen, warum du es so kompliziert machst, weil du die Magnetmin-Waffe haben möchtest für den Bus.
Will ich eben nicht. Hardman macht auch sein Übriges. Gut, okay, wenn du es so siehst, aber du hast die Magneten und Waffe auch nicht endlos. Aber wenigstens genug, um den Rush-Set schneller zu füllen. Und jetzt ist mir wichtiger, dass ich überhaupt zu Metalman komme. Lalalala. So. Komm her, noch ein Geschoss. Lalala. Du schaffst das, Onkel Wolf. Du bist ein guter Sohn. Schaff Ja, das. nun bin ich nicht dein Sohn. Warum nicht? Weil ich glaube, ich älter bin als du. Wie alt bist du denn? Ja, 23, aber du kannst ja trotzdem mein Sohn sein. Ja, also. Wie denn? Ich bin 24. Ja, ist doch egal, du kannst ja trotzdem mein Sohn sein. Also, wenn du den Film Hip-Hop gut kennst, da haben in dem Film lernt man, Väter können auch älter sein als jünger sein als ihre Söhne. Oh, einer kommt noch. Oh, thank you very Außerdem much. hättest du deine Menge Geschwister, also sei doch froh. Ja. Er Und alle gleich alt. will denn schon sowas wie Link als Geschwister haben oder so. Warum? Der ist ja nicht mein Bruder. Ja, Wie kommst du auf Link? Keine Ahnung, Mega Man und. wenn du irgendwann Zelda spielst, dann ist der auch bei dir dann Enzo. Ja, Ja. vielleicht irgendwann, aber Und ich. bisher ist der Mega Man der Freudia, Groller, Spiritia. Pamela. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du irgendwann Zelda spielst und dann Link als deinen Sohn bezeichnest, dann werde ich dir als ersten Kommentar schreiben. Looks like Link. Ich wusste doch, dass die Behinderungen, die Link hat, irgendwann Du mal schleichst abschaffen müssen. aus, kleiner Wassermann. So was Ähnliches habe ich heute auch schon gesagt. War nur etwas Ähnliches. Wie war das noch schnell mit dem Geburtsfehler oder so? So was Ähnliches habe ich heute schon gesagt. Irgendwie gesagt, ja, damit willst du mich beleidigen, weil er ja mein Sohn ist. Habe ich das nicht in RKS gesagt? Das sind nicht die guten Vatergene. Weißt du, I, die guten Vatergene, bist du sicher, dass du von dir sprichst? Ja, ganz genau. I. Oh Mann! Warum nicht von mir? Ja, weil du kein guter Vater bist. Woher willst du das wissen? Ich bin bestimmt ein besserer Vater als du. Nee, du bist Oh, schon das ist besser. perfekt. Du bist viel zu nett. Das sehe ich doch immer. Wenn du immer da sagst, oh Pamela, wenn du das schaffst, kaufe ich dir alle mögliche Scheiße. Du verwöhnst sie doch nur total. Kein Wunder, dass sie nicht auf den Vater hört. Aber sie muss auf die Autoritätsperson hören. Auf die Person, die das Sagen hat. Die, ja, autoritär ist. Hattest du schon mal ein Kind in echt? Nö. Nicht. Ich Jetzt, doch Pamela. nicht. Fuck you! Pamela Abig, das ist aus RKS Freudenstachel ein optional spielbarer Charakter, also aus ja, Ja. Rosenkreuz, die Lette Weißelber. Ist der optionale Mode von Freudenstachel. Eieiei, ich werde niemals durchblicken bei diesem Teil, bevor ich es nicht selbst gespielt habe. Und du spielst doch auch Ja. mit Sterblich-Mode, ne, Markus? Aha, natürlich. Das ist nicht mal ein Ja, das ist Ja. weil er Ich sterblich sag ist. nur eins, 8 Frauen. So. No Game Over Challenge, machst du auch wie ich, das ist Gott. Ja, klar, Ey. ich mach auch Rosenkreuz-Stilette Sterblich-Mode. Allerdings wirst du das nicht zugucken können. Warum nicht? Weil du ja Ah. ausgestorben bist, bevor ich ihn mache. Ja, okay, Aber du lebst dann noch. natürlich. Vor allem, ich merke, ich werde immer lauter. Es ist halb 5 Uhr morgens und diese Party Ja, dauert halb schon. so wild, halb 5 Uhr morgens, langsam stehen die Leute auf, dann hast du halt gesagt, ja, ich habe euch den Wecker erspart. Aber es ist Sonntag. So. Ja und, dann sagst du ihnen, ich dachte, ihr wollt in die Kirche gehen, dann müsst ihr doch früh aufstehen. In die Kirche? Das hat mich jetzt total irritiert. Scheiße, nur deswegen bin ich gestorben. Natürlich. Nee, mal im Ernst, keiner von uns geht in die Kirche. Sagst du. Das ist so. Wieso nicht? Weil das scheiße ist. Also jeder Mensch weiß natürlich, dass ich jeden Sonntag natürlich immer in die Kirche gehe mit meinen Geschwistern. Ja, Das verstehe ich natürlich. auch. Also zuerst einmal. Nein! Zuerst einmal, ob ich in die Kirche gehe oder nicht, weißt du ja eigentlich gar nicht. Und Ja. zum anderen, Simon, du hast so ein eiskaltes, steinhartes Herz. Du würdest in der Kirche doch. Beichten. Du
Nee, du würdest die Kirche einfrieren, wenn du da reingehst. Warum? Nee, wenn meine Kinder sagen, sie würden gerne in die Kirche, gut, dann gehe ich mit denen in die Kirche, ist doch kein Problem, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt weißt, wie eine Kirche von innen aussieht. Simon, es gibt ein Problem. Ingame-Kirchen zählen nicht. Was für Kirchen zählen nicht? Ich sage, Ingame-Kirchen zählen nicht. Ja. Ja. Aber ich war noch nicht so oft in der Kirche, also... Ja, das glaube ich dir. Beziehungsweise plus, weil in Rosenkreuz die Lette ein Boss ist, der mit Buntglasfenstern versehen ist, heißt das nicht, dass du in der Kirche warst. Oh. Ja, ich sag ja nur, dass es, dass ich, ach egal, leck mich am Arsch. Boah, das wird der längste Part, den ich jemals gemacht habe. Diesen Part werde ich jetzt absichtlich so lange machen, länger als das Pokémon-Training. Wow. Denn das Pokémon-Training ging, glaube ich, 4,5 Stunden oder so. Und dieses... War das hier gerade der 8? Ja, immer noch. Okay. Und ich nehme hier schon seit 2 Stunden und 8 Minuten auf, ohne die 18 Minuten von dem Part davor hinzuzuzählen. Achso, okay, ja, das ist doch gut. Aber ein bisschen kurz der Part, könnte länger sein. Ja, durchaus. Nein! Vor allem, das wird ziemlich lange dauern zum Rendern. Ja, aber... Und vor allem zum Hochladen. Nein, sowieso nicht. Ich mach... Nein, kein Rush. Ich mach das sowieso alles nachzüber. Vor allem, ich brauche mit den Hochladen ungefähr so lange das Video dauert. Vielleicht ein bisschen länger. Das heißt ungefähr 2 Stunden Hochladezeit. Für diesen einen Part. Oder länger sogar. Ja, wenn nicht so hochgrafisch ist, dauert das nicht. Naja, Donkey Kong 64 dauert bisher bei mir am kürzesten überhaupt. Von allen Projekten, die ich jemals hatte. Donkey Kong 64 ist ja auch kein Spiel. Was denn sonst? Das ein Abfalleimer? Pff, magst du das Spiel nicht? Ich hab mir das Spiel... Pass auf, ich bin in so einer Gruppe auf Twitch mit. Hm? Nennt sich Games Done Slow. Ist praktisch das Pendant zu Awesome Games Done Quick, falls du das kennst. Ah, nö, sagt mir jetzt nichts. Das sind, also Awesome Games Done Quick, das sind haufenweise Speedrunner von... Ach so. Mit einem riesigen Plan. Die haben dann halt so eine Woche oder Wochenende oder wie das war, ich weiß es nicht, haben die da so einen Plan, den sie permanent abarbeiten und mit Kamera vor der Kamera praktisch diese Spiele auf der Originalkonsole Speedrun dabei streamen. Ja, mit Facecam. Naja, nicht mit Facecam, sondern da ist. Es ist, du musst dir vorstellen, das ist so ein Raum mit vielen Stühlen. Hm? Und die gucken alle halt zu, wie da vorne. Ach so, sowas meinst du, ja, weiß ich schon Bescheid. So, und genau, und da ist halt die Cam von diesem Raum, wo die alle zugucken und klatschen und was weiß ich. Ja, das, ich weiß schon, wie es gemeint ist. Da sind halt dann ein paar Welt. Ja. Bist du noch da? Moment mal. Ja. Keine Ahnung, was gerade los war. Du bist kurz weg gewesen. Ja, weil ich gefragt habe. Keine Ahnung. Vielleicht war einfach bloß, die Aufnahme. Er war kackt. Auf Scheißhaus. Nee, vielleicht war er bei der Internet-Reset. Hast du jetzt die Aufnahme kurz pausiert? Ja, aber es geht schon wieder weiter. Okay. Nein, Leben! Jedenfalls, deine Übertragung hängt deswegen jetzt. Oh, sorry. So, also der Raum mit vielen Stühlen, weiter? Ja, also jedenfalls bei Awesome Games Done Quick sind halt auch einige Weltrekordhalter dabei und die machen das halt einmal halbjährlich. Hm? Wie gesagt, ich bin halt in so einer Gruppe, die Games Done Slow heißt, beziehungsweise Slow Runs Live, und da machen wir praktisch auch sowas ähnliches, hier so ein Wochenende mit einem Plan, sowas. Nein. Verschiedenen Streamer, und da machen wir dann halt, versuchen wir einfach die Spiele in einer bestimmten Zeit durchzuspielen, also nicht so auf Weltrekord-Niveau, aber halt trotzdem recht gut. Natürlich nicht ansatzweise so bekannt wie die anderen. Die anderen haben da an die 100.000 Viewer, wir vielleicht an die 100 maximals.
Jedenfalls, worauf wollte ich eigentlich überhaupt hinaus bei der Sache? Donkey Kong 64. Genau, Donkey Kong 64. Einer hat da Donkey Kong 64 gespeedrunnt und da habe ich gesehen, also da habe ich das Spiel das erste Mal gesehen und das Spiel ist ein einziger Glitch. Du kannst durch fast jede Wand springen. Echt? Ja, Boden ist nicht existent in dem Spiel und sowas. Türen, wozu gibt's die überhaupt, wenn du dich da durchbombst? Es ist absolut krass, wie verglitscht dieses Spiel ist. Und der Witz an der Sache ist, dass das Spiel deswegen so verglitscht ist. Ich bin tot. Weil das Spiel deswegen so verglitscht ist, weil nämlich Rare sich dachte, hoppla. Wir machen das Spiel, um Lags zu entfernen, machen wir das Spiel doppelt so schnell. Das ist aber dumm. Ja. Das dachte ich mir bei der Erklärung auch. Ja. Und ich habe das Spiel gesehen. Also, du kannst sogar mit diesem Affen fliegen. Ja, mit Diddy. Also, mit Diddy. Nee, das war Donkey Kong. Nee, Donkey kann nicht fliegen. Doch, Diddy. Du kannst da so komisch springen und dann tut er so mit seinen Füßen nach oben. Tut er da nach oben schweben? Au, mein Knie. So, okay. Das ist absolut lame. So wie das. Das ist absolutes Spieldesign, wo ich mir denke, oh mein Gott. Ja gut, ich finde Banjo-Kazooie jetzt trotzdem besser, also. Ja, Banjo-Kazooie, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gespielt, aber ich habe davon nur Gutes gehört. Ja, das wirst du früher oder später auch auf meinem Kanal sehen. Wahrscheinlich dann, wenn Donkey Kong 64 beendet ist. Ich bin ja schon ziemlich weit. Und dann wirst du bei mir einen 100% Run sehen. Dann Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie werde ich dann auch irgendwann machen. Wahrscheinlich nach Banjo-Kazooie. Von beiden Spielen werde ich 100% Run machen. Denn Banjo-Kazooie habe ich schon mehrmals 100% gespielt und ich finde das Spiel einfach göttlich. Banjo-Kazooie ist ja auch so ein Spiel, was bei unseren Lowlands Live ab und zu mitgenommen wird, was auch gespielt wird. Ja, ich mag es aber nicht, so ein Spiel in Speedrun durchzuspielen, denn dann kann man die ganze Vielfalt und die ganze Schönheit eines Spiels nicht wirklich zeigen. Das ist irgendwie eines guten Spieles nicht würdig. Ja, das kommt ganz drauf an. Es gibt doch ganz gute Speedruns. Ja, ich will nicht sagen, dass es schlechte gibt, auf gar keinen Fall, aber bei manchen Spielen, finde ich, ist ein Speedrun nicht sehr gut. Zum Beispiel bei so einem wie Banjo-Kazooie. Weil dieses Spiel ist einfach nur richtig gut. Oder zum Beispiel so ein Spiel wie Halo, wo da teilweise auch richtig Detailtreue reingesteckt wurde. Ja, möglich. Ja, möglich. Du bist zu still. Ich mag den Speedrun von ja, was soll ich sagen? Ich mag so Speedrun von Ocarina of Time nicht, weil ja. Ocarina of Time Speedrun bedeutet, dass du innerhalb von 20 Minuten durch das Spiel durch bist. Ja, total dumm. Obwohl Ocarina of Time auch ein geiles Spiel ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan von Ocarina of Time. Ich hab's einmal gespielt und dachte mir so, ne, der Gameboy-Teil war besser. Naja, so viele Zelda-Spiele habe ich bisher noch nicht gespielt, nur Zelda 1 habe ich mal gespielt. Das haben wir auf unserer Nintendo Wii oben. Dann Zelda 2 habe ich vor Jahren mal gespielt, aber habe kaum noch Erinnerung daran. Und irgendeins auf dem Super Nintendo, wie hieß denn das noch schnell? Link to the Past. Ja, das habe ich mal angetestet und das ist auch bei uns auf der Nintendo Wii oben. Aber das Spiel, keine Ahnung, irgendwie nicht so mein Ding. Link to the Past ist eigentlich richtig gut. Und Ocarina of Time habe ich gespielt, allerdings niemals durch, denn ich bin nur bis zu Ganon gekommen, also bis zu Ganon Schloss und weiter nicht. Na, was ja eigentlich was. Ich persönlich bin ein Zelda-Fan. Allerdings habe ich schnell gemerkt, jetzt nachdem ich die 3D-Games praktisch als Display auch mal gespielt habe, dass mir die 2D-Games einfach viel mehr liegen und dass ich auch besser finde bei Zelda. Also Zelda 1, 3 und 4 gehören zu meinen Lieblings-Zelda-Teilen.
Zelda 2 wahrscheinlich nicht. Zelda 2 ist kein schlechtes Zelda, aber ich finde, es ist nicht sehr speziell. Es ist nicht gerade die beste Designentscheidung, weil zum einen weichst du halt ab bei von dem typischen Zelda-Prinzip, nämlich dadurch, dass du ein Level-System hast. Dann ist es halt plötzlich ein 2D-Plattformer. Ja, so wie Mega Man. Mit einer RPG-Überwelt. Das wäre an und für sich nicht so schlimm, wenn manche Bosse nicht einfach so krass wären, dass du sie mit nicht vollgelevelt einfach gar nicht schaffst, richtig, ohne Self-States. Das ist echt übel, die Schwierigkeit, die das Spiel da an den Tag legt. Und der Simon ist schon voll am Pennen. Aber was? Naja. Was? Wie bitte? Kann bloß nichts über Zelda sagen, das ist das Einzige. Ich eigentlich auch nicht. Ja, aber ihr habt schon recht gehabt. Oh mein Gott! Warum bist du denn gekommen? Er ist in den Spike gesprungen. Also er musste eigentlich nur mit Rush fliegen. Moment. Aber er ist gesprungen. Fick dich, Mega Man. Spikes! Da hast du wieder deinen Spruch. Ja. Stage Select. So, jetzt versuche ich noch ein paar Mal Shadowman und dann würde ich mal diesen Part auch beenden, denn 2,5 Stunden bisher. So lange habe ich bisher noch nie einen regulären Let's Play Part gemacht. Nimmst du denn noch einen auf, oder? Hast du schon mal den Spike Fall geschafft inzwischen? Ich hab's ja nicht gesehen, nee. Aber hier ist ein gutes Beispiel. An dieser Stelle mit Shadowman kannst du dir den perfekten Pixel aussuchen mit Rush Chat, um den kannst du dir auch gleich merken für Sparkman dann. Da, wo du mit Rush Chat einfach nur loslassen musst an dem Pixel, da kannst du den auch bei Sparkman benutzen. Ja, das verstehe ich. Es gibt noch eine andere Problematik mit so einer Pixelarbeit, die beherrsche ich überhaupt nicht. Kein bisschen. Da du mit Rush Chat eigentlich eine Menge Zeit hast. Also, da du da viel rumüben kannst, geht das eigentlich. Ja, könnte man durchaus behaupten. Naja, die Stage kann ich wenigstens zum Üben verwenden. So schlimm ist das ja nicht. Ja. Eigentlich wollte ich in diesem ultra-mega-special langen Part irgendeinen Gegner tot sehen. Und jetzt habe ich aber wirklich nicht berührt, mein Gott. Du siehst jemanden tot, dich selbst. Ja, das oft genug. Das ist aber kein Gegner, Simon. Naja, für Simon bin ich ein Gegner. Ey, woran denn jetzt? Die Hitbox von Mega Man ist nicht nur der Körper selbst. Also es gibt... Die Hitbox von Mega Man hat ein bisschen... Ist ja ein Viereck, ist nicht nur das komplette Ding. Jetzt habe ich kaum noch... Jetzt schaffe ich es, jetzt wo ich dachte, ich sterbe. Diesen Pixel musst du bei Sparkman auch hinkriegen. Habe ich schon gemerkt. Ja. Oh Mann, ich und meine große Klappe. Kein Selbstdetz. Warum habe ich das gesagt? Warum bloß? Weil du Spaß dran hast. Naja, der Spaß verfliegt immer mehr. Ach nein, der verfliegt nicht. Das bildest du dir nur ein. Ja, dir verfliegt er nicht, hoppla. Ich meine, was soll ich denn sagen? Ich setze mich trotzdem immer wieder in RKS, obwohl ich bei meiner No-Game-Over-Challenge im Sterblich-Mode immer beim letzten Boss verkacke und das ganze Spiel somit nochmal neu machen muss. Und ich heul nicht rum, ich denke mir, okay, dann mache ich das halt, fertig aus. Und ich stich mir immer in die Rippen. Du hast aber auch echt einen Schaden weg, oder? No-Game-Over-Challenge im Sterblich-Modus. Ja, ganz genau. Warum machst du nicht gleich Unlimited No-Game-Over-Challenge, ne? Weil er einen Dachschaden hat. Aber warum? Ist doch gut, macht doch Spaß. Oh, fuck. Ich verkack's immer beim letzten Boss erst, schon zum vierten Mal, und dann fange ich das ganze Spiel noch von vorne an. Lustig, ne? Ja, fast so lustig wie das hier. Hehehe, hört man mal lachen? Nee, vielleicht liegt das daran, dass ich ersticke. Wir könnten uns ja mal ein Thema überlegen, über das wir noch so reden können. Wir hatten ja schon vor ein paar Themen. Ja, aber... Warum? Ich drück total nach links! Das liegt daran, dass die Mechanik nicht so wie Mega Man 2 ist. Das heißt, du musst ein bisschen reinigen. Das heißt, du musst vorher, also du darfst nicht direkt an der Wand dann bleiben. Du musst vorher
Ich sterbe. Ein kleines bisschen nach rechts und dann nach links reinziehen. So wie bei Jiminy Man, bei diesem einen Sprung. Ja. Weil diese Zweierlücken beim Fallen in Mega Man 3 reinzuziehen ist echt. Ich sterbe. Dumm. Wenigstens sehe ich schon, wann ich sterbe und wann nicht. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Oh mein Gott. Was könnte mir jetzt noch Kraft geben? Ah. Du musst Kellogg's Frosties essen. Habe ich keine da, sonst hätte ich schon lange gemacht. Weil ich schon seit Stunden. Ich bin schon. Ja! Nur den Tiger, nicht den Wolf. Ah. Vor allem, Osoma, jetzt kann ich dich auch mal fragen. Kennst du so Serien wie zum Beispiel Dragon Ball Z? Ja. Gut, dann ist Simon doch die einzige Person, die ich kenne, die das nicht kennt. Oder nicht guckt. Ich gucke sogar sehr, sehr viele Anime-Serien. Ich kenne ja nicht mal Sailor Moon. Ich kann. Ja, da fängt es schon an. Ja, das ist traurig genug. Also, ja. Also damals auf dem Schulhof hat man ja wenigstens mal über, selbst wenn man es nicht geguckt hat, drüber geredet. Ja. Ohne Witz, aber dass du es gar nicht kennst. Yes. Ja. Was soll ich machen? Soll ich lügen? Ja. Du sollst dich schämen. Guck's dir an, verdammt. Ja, verdammt, das ist das Richtige. Ich gucke ja mir Sachen an, die mich interessieren. Ja gut, das würdest du wahrscheinlich für viel zu kitschig empfinden, aber... Ja gut, die Frage ist, was interessiert dich, Simon? Was interessiert dich, was findest du, ist eine gute Serie? Falls du überhaupt Serien guckst. Ja, ich gucke Serien. Ich gucke gerne Prison Break, ich gucke gerne... Ja, Moment. Ich möchte nicht wissen, wie die Serie heißt, weil 90% der Serien, die du guckst, habe ich wahrscheinlich noch nie gesehen. Ich möchte wissen, was für ein Genre, also... Genre. Bist du dir mehr so auf Action oder bist du mehr so auf Comedy oder... Sagen wir mehr auf Action, aber auf keine... Nein! So ein Action, die wirklich absolut Spannung bis zur letzten Sekunde geben muss, das Spannung mit in die nächsten Folgen mit reinnimmt und so und... Oh! Ja. Ich hab's geschafft. Leck mich. Leck mich. Naja, immerhin, du hast es schon mal geschafft, durch die ersten paar Screens von Shadowman zu kommen. Wie soll ich das schaffen? Das wird jetzt... Da brauchst du Waschjet noch ein bisschen. Also du könntest es versuchen mit dem Springen. Mit dem Springen? Nee, ich meine, dass du auf Waschjet so ein bisschen springst. Ja, genau. Wenn du auf Waschjet springst... Aber er hat fuck. Dann... Er hat noch... Ah, nee, das geht nicht. Nee, der hat viel zu viel brauchst du dann noch. Zu viel Rush verbraucht. Ja. Aber soweit war ich bisher noch nie. Das ist ja auch was Positives. Ja, aber dann weißt du jetzt auf jeden Fall schon mal, dass du Rush-Chat, wenn du es zu sehr verbraucht hast, direkt hier umbringen kannst. Ist ja irgendwie logisch. Ich wusste auch nicht mehr, wie weit die Stage ging. Das ist echt übel. Mann, meine Willenskraft ist echt übel, dass ich das immer noch... Ja, Mega Man, flieg in den Stachel rein. Ich meinte, da ist nur eine Spike-Wand, aber musst nichts anhalten oder so. Nee. Böser. Also, ich bin jetzt kein Experte, aber es gibt. Fuck. Ich weiß zum Beispiel, dass der. Ich glaube nämlich, dass der Anime Attack on Titan ziemlich actiongeladen sein soll. Ja, das ist aber nicht so spannend, das ist das Problem. Wieso nicht spannend? Das ist nicht spannend, da ist nicht Spannung bis zur letzten Sekunde. Was und verstehst du denn unter Spannung bis zur letzten Sekunde? Die Spannung, die Spannung muss wirklich so hoch sein bei mir. Das ist wirklich, also die Spannung, wie erkläre ich das? Das ist nicht, da darf nicht nur so ein bisschen spannend sein, das muss wirklich absolut unvorhersehbar sein. Da müssen immer wieder Wendungen kommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, immer wieder. Dass die Spannung muss in die nächste Folge mitgenommen werden. Das muss eigentlich... Du meinst also wie eine Soap? So in etwa. Nein. Nach dem Motto, wie bei GZSZ. Das ist für dich eine gute Serie. Nein, nicht GZSZ. Ich rede von Serien, die spannend sind. Ich rede nicht von einer Soap. Junge. Ja, du musst... GZSZ ist für Leute auch spannend. Scheiße. Du musst das Wort Spannung definieren. Definier mal. Was bedeutet für dich generell Spannung? Also, muss da irgendwie so... Guckt euch mal Prison Break oder Twitch vor. Ja, das hilft nicht. Fuck. Du musst, du
wenn ihr das, wenn ihr das anguckt, dann wisst ihr es. Ich sag mal so, ich verweise euch da weiter, guckt euch das an, wenn ihr es nicht angucken wollt, nicht. Das aber mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Da könnte ich genau kurz sagen, guckt ihr den und den Anime. Nein, Simon. Sag es doch. Es geht darum, dass wir ungefähr eine Meinung über deinen Geschmack finden, dass wir dir vielleicht eine gute Anime-Serie empfehlen können, die du dir mal angucken kannst. Darum geht es nicht, dass wir jetzt die Serien angucken wollen. Simon, mal eine andere Frage. Magst du überhaupt Zeichentrick? Nein! Ach, doch. Eigentlich endlich. Weniger, sagen wir mal so. Und die Sache ist die, dass man bei einer Anime-Serie, eine Anime-Serie ist schon wieder so eine Sache, das ist eine Serie mit abgeschlossenen Folgen. Fuck. Das ist, man kann nicht so viel Spannung da drin aufbauen. Wer sagt denn, dass du keine Spannung drin aufbauen kannst? Du kannst da nicht so viel Spannung drin aufbauen. Dann ist für dich ist das vielleicht total spannend, aber für mich ist das dann, denke ich mir, oh, wow. Super. Nee, ich weiß ganz genau, was du meinst, Simon. Ich weiß, was du meinst. So ganz nach dem Motto, ja, es am Ende der Folge, oh, Typ X hat jetzt irgendwas vor und so geht's dann weiter. Was hat er denn jetzt vor? Also, da muss man die nächste Folge sehen. Also, so weiß ich schon, wie du das meinst. Und da gibt's bestimmt auch irgendwelche Anime-Serien, die das auch umsetzen können. Nur jetzt auf die Schnelle fällt mir zur Zeit. Ich sterbe. Keine ein. Also, ich sterbe nicht. Ich lebe. Dragon Ball hat eigentlich so einen Spannungsbogen, dass es in der nächsten Folge mal irgendwas Neues gibt. Ich lebe! Ja, und ich du hast sogar noch viel Restchat. Wenn du dich jetzt hier in der Passage beeilst, könntest du es schaffen. Ich halte es nicht aus. Ich bin göttlich. Ja, aber ich weiß nicht, ob du Restchat noch mehr brauchst. Ich schwöre dir, lass ihr Energie liegen. Nee, natürlich nicht. Aber ich schaff das. Ich bin der Onkel Wolf und der schafft alles. Fast alles. Nein. Fuck! Das etwas knapp. Aber nur etwas. Ich glaube, danach müsste es geschafft haben, aufgrund des Waschverbrauchs. Ja. Ja. Du, ich sag mal, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Dragon Ball Z gibt es wirklich diesen Spannungsbogen, den du jetzt eigentlich beschrieben hast, Simon. Das ist nicht spannend, das sind einfache Anime-Serien, da kannst du nicht viel Spannung aufbauen. Okay. Das war so dumm. Okay, dann kannst du bei einer einfachen TV-Serie auch keine Spannung aufbauen, tut mir leid. Anime-Serien sind abgeschlossene Folgen. Nee, nicht alles. Moment, was verstehst du unter einer abgeschlossenen Folge? Ach, ich will das doch nicht diskutieren. Nein, ich habe... Gib mir hier einfach die Aussage. Fuck. Was verstehst du denn unter einer abgeschlossenen Folge? Dass ich gleich pennen gehe. Ja, Diskussionsstoff hier beim Onkel Wolf. Nee, mal im Ernst. Ich meine, wenn du jetzt mit einer abgeschlossenen Folge meinst, dass ein Problem auftaucht und es am Ende der Folge gelöst wird, dann kann ich dir sagen, dass das nicht bei jedem Anime so ist. Das ist eigentlich bei keinem Anime so. Zumindest bei keinem, der mir jetzt auf die Schnelle einfällt. Dann mein Ja, gut, da schon. Aber irgendwie verrücke ich hier die ganze Zeit. Ich weiß, dass ich noch mehrere habe, bei denen es nicht der Fall ist. Ja, klar. Sailor Moon ist auch der Fall, wo exakt das der Fall ist. Ja, das generell, das ist ja Paradebeispiel für sowas. Oder Johnny Kamikaze geben, ist auch in jeder Folge. Das ist, aber Dragon Ball wiederum zum Beispiel hat in jeder Folge dann am Ende einen Cliffhanger eigentlich. Ja. Und deswegen, das ist... Ich sterbe. Ja, definitiv. Ja, so Dragon Ball Z oder... wie heißt das? Ich habe die ganze Zeit ein Anime auf der Zunge, aber ich weiß... Mir fällt der Name um Gottes Verhalten jetzt nicht ein. Außerdem will ich auch, dass interessante und spannende Themen behandelt werden und nicht irgendwie so... Was verstehst du denn unter interessanten Themen? Ja, mit diesem komischen... Zeug, worum es dann in Anime geht, das sind oft keine spannenden Themen, also. Simon, soll jetzt keine Beleidigung sein, aber die halbe oder fast die ganze Weltbevölkerung guckt Sailor Moon. Fuck! Ich bin nicht, wer das guckt. Also du meinst, dass es in einem Anime, also praktisch in einer Welt, in der es fiktive, also frei erfundene Physiken und alles gibt, wo man praktisch sich frei alle Möglichkeiten offen lässt, die man machen kann, dass es da keine spannenden und interessanten Themen gibt?
Das Satz ergibt keinen Sinn. Weil die Themen nicht so auf Themen der Realität beruhen. Du meinst, dass also nur Realitätsthemen sind interessant. Detektiv Conan. Dann kann ich dir eine Serie ganz, ganz stark empfehlen. Die nennt sich Nachrichten. Ja. Du verstehst das einfach nicht. Du drehst mir die Worte im Mund. Mit dir kann man nicht diskutieren heute. Leck mich am Arsch. Aber ansonsten hätte man Detektiv Conan. Das ist sehr realitätsnah gehalten, ja. Ja, bis auf die Tatsache wegen dem Gift, aber das ist ja erneuend. Schnauze halten, Fresse halten, sonst klatsche, Kollege. Du regst dich langsam auf, wir haben früh am Morgen. Wisst ihr was, damit wir diese Diskussion beenden, Simon findet seine Serien gut, wir finden unsere Serien gut, Punkt. Alles in Ordnung? Das hab ich nicht bestritten. Ich sterbe schon wieder. Oh, warum schaffe ich das nicht? Das ist nicht auszuhalten. Wieso komme ich da nicht durch? Ist Mega Man zu fett oder was? Weißt du was, das ist der letzte Versuch und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann beende ich den Ultra-Mega-Special-Part. Oh, Mega Man ist zu fett und in diesem mega langen Part habe ich jetzt erst recht nichts geschafft. Scheiße, Mann. Tja, ich sag ja, diese Stages sind echt übel. Aber immerhin bin ich etwas weitergekommen. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Ja. Dann würde ich sagen, das war der, oh Mann, mega giga fast 3-Stunden-Part von Mega Man 3 Cry Out mit meinen beiden Gästen, Guitarist Simon und Osoma LP. Sag noch was. Jo, dann danke fürs Zusehen. Ciao, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.